Dungeons & Dragons. Hallo und willkommen zum Drachentöter-Podcast. Es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Dungeons & Dragons. Mit dabei sind Markus und René, beides langjährige Spieler und auch Spielleiter in allen möglichen Dungeons & Dragons-Variationen. Obwohl diese Folge in etwa 2 Stunden lang ist, steckt sie doch voller interessanter Ansichten, Meinungen und auch Erfahrungen, die beide gerne mit uns teilen. Und los geht's. Also D&D ist ja an und für sich entstanden 1974 von Gary Gygax und Dave Arneson und ist dann released worden bei TSA, sprich Tactical Studies Rules. 1993 wurde es dann auf Deutsch über den Fantasy-Spieler-Verlag veröffentlicht in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz und Österreich. Jetzt musst du sagen, so spät? Ich kann es nicht sein. Jetzt ist natürlich der Lizenzinhaber Wizard of the Coast. Und die Übersetzungen macht Gale Force 9. Das heißt, die deutsche Übersetzung macht Ulysses in Auftrag für Gale Force 9. D&D selber ist ja gekommen von D&D und AD&D. Aus dem AD&D ist dann D&D 3 geworden, 2000. Dann 3.5. Dann 2008 ist 4.0 rausgekommen und 2014 5.0. Das ist schon 5 Jahre her. Das 5er? Das 5er ist schon wieder 5 Jahre her. Es ist erst vor 2 Jahren auf Deutsch gekommen. Das muss aber dann bei uns auch schon so spät auf den Markt kommen, das heißt Englische. Das Englisch ist... Wie lange habe ich jetzt meins? Du hast das auch schon 2 wieder... 2 Jahre? Über 2 Jahre, ja. Mhm. Nachdem ich mich nach dem 4er eigentlich nicht mehr befasst habe mit irgendwelchen Neuanschaffungen... Man hat sich mit dem 4er nicht befasst. Tut man nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe einmal Play getestet. War das das 5er schon? Das war schon das 5er, ja. Wahnsinn. Das war schon wieder Zeit her. Ja, eben. Drum. In der HDR, oder was? Ja. Okay. Das war spannend, weil, wie gesagt, ich selbst habe nur das 1er und das 2er so rumgespielt gehabt. Also AD&D halt, das 3er auf dem PC. 3.5er war, glaube ich, dann Baldur's Gate. Winter Nights ist, glaube ich, 3.5 also gewesen. Also Baldur's Gate ist noch ganz oldschool Second Edition. War das noch Second Edition? Genau, das war noch AD&D. Bei den Icewind Dale, das 1er ist auch noch. Das ist auch noch 3. Also und dann ist das 2er ist umgestiegen dann aufs 3.0er. Ja. Und das D&D? Return to the Temple of Elemental Evil. Ne, von da haben wir es 3.5er gehabt, ja. Ja, oder was auch immer das dann jetzt war. Nein, das war es 3.5er. So halbwegs relativ gut umgesetzt. Keine Ahnung, ich habe mich nicht... Also doch. Ich habe es einmal gespielt. Schon vor kurzem wieder mal ausgespielt. Und natürlich nicht zu vergessen, Pool of Radiance Remake. Ich habe es durchgespielt. Ja, du warst da der Hardcore. Alter. Also wie gesagt, ich kann mich nur daran erinnern, dass das 3.5er Regelwerk beworben worden ist mit Neowinter Nights 1, beziehungsweise Neowinter Nights 1 mit 3.5er Regelwerk. Ja. Und hier, ja. Von dem also das Neowinter Nights auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist, ich konnte jetzt gar nicht sagen, was ist der Umstieg, was sich geändert hat von 3.0 auf 3.5. Ich weiß nur, das 3.5er war da und man hat nicht mehr zurückgeblickt. War das so man schlimm? Man hat davor gar nicht wirklich das 3er gespielt. Ja, es ist eh so ruckzuck gegangen. Eben. Ja gut, du, wir haben doch nur ein paar Dreier gehabt, freilich. Sicher. Und dann, aber da hat sich für mich nicht viel geändert vom 3er aufs 3.5er. Es war eigentlich fast obszön kurz, weil die 3.0er Splatbooks sind herausgekommen. Aha. Song and Silence und etc. Ne? Und dann war es das. Dann war es eigentlich Tabula Rasa, 3.5er, bitte alles neu kaufen. Ist das 3.5er, anders gesagt, ist das 3.0er überhaupt auf Deutsch erschienen oder war nur das 3.5er dann auf Deutsch? Ich weiß nicht, das 3.5er habe ich auf Deutsch gekauft. Ja, was der. Von Feder und Schwert, glaube ich, ist das damals. Das aber wir haben so viel auf Englisch gehabt, dass es nicht aufgefallen ist. Das Problem generell ist ja, dass erstens mal immer, wann kommt die deutsche Version, wie vollständig ist die deutsche Version und da hat man dann eh schon meistens alles auf Englisch. In einer Spielgruppe immer super ist, wenn ein Teil Deutsch hat und der andere Englisch, weil dann kann man sich über die Begrifflichkeiten niemals einigen, weil was ist das? Ja, genau, klassisch, was sind Traits, was sind Fets oder Feats, je nachdem, wie man es dann wieder ausspricht. Viel besser nur, wie heißt der Zauber jetzt auf Deutsch? Wir finden nicht. so kommen wir noch einen Grad. Oh, ja, genau. Das ist nur halbwegs. Ja, nein, das ist, wie gesagt, das ist die Achse des Zeitverlaufes der Publikationen.
Und generell, was brauchen wir eigentlich für die Runde? Ein Spielleiter. Oh ja, ohne geht's gut. Das ist immer das, ja, es ist normalerweise so, dass ein Überhang an Spielern besteht, aber Spielleiter eher rar gesät sind. Wenn also jemand. Also oder man hat als Spielleiter immer nur Spieler, weil die wollten, so wie gewisse Anwesende, nie Spiele leiten, nicht wahr? Das ist gar nicht wahr. Aber natürlich, ja, stimmt schon. Also es gibt Leute, die natürlich lieber spielen. Es gibt halt sehr selten auch Exemplare, die lieber leiten. Ja. Oder fast nur leiten. Ja, was brauchst du wirklich? Ja. Spieler, Spielleiterhandbuch und Monsters Companion. Das war eigentlich reicht zum Aufhänger. Wie viele Spieler setzt es voraus, dass gut funktioniert? Also was ist Untergrenz, was ist Obergrenz, was ist optimal? Gibt es eigentlich nicht. Es kommt auf die Leute drauf an. Du kannst mit einem genauso gut spielen wie mit 10. Wenn sie zusammen spielen können, ja. Und halbwegs miteinander. Ich, ja. Ich kann mich da noch an Runden erinnern, die so mit 6 Spielern, da wird, dann, sein, ja, wird schon sehr zäh, dass man dann als Spieler regelmäßig zum Zug kommt, weil... Ja, darum sage ich, wenn die Leute miteinander auch genauso können, geht's. Wenn nicht, wird sowieso immer schwierig. Ja, aber wenn einer mehr Zeit beansprucht als ein anderer. Aber bei D&D, die magische Zahl, zu der man zählen soll, ist die 4. Ne? Fahre fort. Ja, komm, die 4 geht. Zur 3 und dann bitte bis zur 4 und nicht zur 5. Also, D&D ist ja berühmt dafür, dass ja die Gruppenzusammenstellung ja maßgeblich für den Erfolg ist. Was muss unbedingt drinnen sein, was braucht nicht drinnen sein? Da hast du heutzutage nicht mehr das Problem, so wie früher. Generell würde ich sagen, ja, es hilft, wenn du die klassischen Archetypen dabei hast. Auf was man noch am ehesten verzichten kann, ist der reine Krieger. Naja, fangen wir mal so an. Was spielst? Was Gekauftes oder was Selbstmachtes? Beim Gekauften wird natürlich eher Wert auf das gelegt, dass du naja, doch versuchsweise zumindest einen Heiler dabei hast. Ja? Das heißt jetzt, allein schon aus Kostengründen. Ja, aber wenn ich jetzt als Spielleiter was Eigenes mache, gehst du sowieso auf die Leute. Da ist wirklich egal. Aber natürlich ganz klassisch, aber selbst dann, wenn du auf die Spieler eingehst, hast du das klassische Problem, habe ich jemanden dabei, der Spuren lesen kann? Du hast eh nie. Wie viele Ranger hast du dabei? Einen Druiden. Sagen wir ehrlich. Es gibt immer Freaks. Ja. Ja, die spielen aber dann Zentauren. Nein, aber Heiler ist, finde ich, immer sehr, sehr, sehr wichtig. Wichtig, weil, ja. Vor allem für den Spielfluss. Weil wenn nach einem Kampf mit alle komplett fertig sind und die Heilträger sich zum Ende neigen, musst du als Spielleiter entweder irgendwie Deus Ex Machina da ein Kistchen irgendwo verstecken, wo wieder Heiltränke drinnen sind, oder die müssen zurück ins Dorf und sich wieder eindecken mit dem Gold, das sie gerade gefunden haben. Besonders am Anfang, wenn die Gruppe niedriglevelig ist, ist es immer gut, wenn man auf alle Eventualitäten einlassen kann bezüglich der Klassen. Das heißt, natürlich kann ich auf höheren Stufen ziemlich viel substituieren durch andere Klassen. Ein Magier kann unsichtbar machen, ein Priester kann Silence, also Stille zaubern, aber das können sie noch nicht auf Stufe 1 und eine Stufe 2 auch noch nicht. Deshalb ist es toll, wenn man in niedrigen Stufen zumindest dieses klassische Paket hat, ein Dieb, der schleichen kann, vielleicht auch noch Diplomatie beherrscht oder zumindest lügen und blöffen kann, dann unter die Stellen Schlösser öffnen. Magier für ja. Vielleicht, also Magier sind eigentlich am Anfang auch ziemlich sinnlos. Da hast du aber jetzt das Problem, wir sind da jetzt wirklich nicht nur beim 3-5er, weil beim 5er kannst du das alles ein bisschen outsourcen, ohne Probleme. Zumindest die Fertigkeit. Der Skill-Monkey-Dieb wie beim 3-5er ist nicht mehr vorhanden. Inwiefern meinst du outsourcen? Naja, nachdem das anscheinend mit ungeübt, geübt etc. Ich bin nicht mehr so festgefahren mit meinen Skills, dass ich nur auf gewisse Skills, wie es beim 3-5er war, zugreifen kann, sondern ich kann mir auch als Priester verstecken, schleichen. Ja? Mhm. Was ich beim 3-5er nie lernen habe können, außer mit einem, wie haben es geheißen, die Skills, die Nicht-Klassen-Skills. Naja, wenn man keine Skillpunkte gehabt hat, war es halt eine Attributsprobe. Ja, aber du kommst nicht hin. Und du bist jetzt. Ja, vor allem, aber als Priester läuft man auch in einer schweren Rüstung herum. Sei es dahingestellt. Ich sag nur, du kannst
beim Fünfer jetzt doch mehr kompensieren mit Skills als beim 3-5er machen als Kinder. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr ganz so, außer Heilsprüche, okay, keine Frage, aber du bist nicht mehr so festgefahren, wie ich brauche unbedingt einen Schurken oder einen Krieger. Machen wir es einmal anders. Würde es sinnvoller sein, wenn man sagt, okay, man braucht irgendwie fürs Grobe, was fürs Feine, was zum Heilen, was Magisches, was Klerikales, keine Ahnung was, dass man es eher noch sowas ausrichtet? Macht in dem Fall den Sinn, du kannst die Gruppen besser abdecken vom Abenteuer her. Ja? Also sprich, wenn du jetzt ein kauftes Abenteuer spielst, ist immer gut, wenn du die Palette abdeckst. Und wenn du was Selbstgemachtes spielst, ist natürlich auch interessant, dass du viele Sachen einbringen kannst, wie einmal eine magische Welt oder eine Ebenenreise, wo es halt Magier kennen und solche Sachen. Ja. Natürlich eine diverse Gruppe ermöglicht natürlich diversere Diversity, Adventure-Hooks. Ja. Ein Krieger hat natürlich ganz andere Motivation unter Umständen. Was überhaupt auch nicht. Wie ein Zauberer. Naja, die Hauptmotivation ist immer Hass. Also wenn jemand beklaut wird oder sonst irgendwie auf Rache sind, ist das immer sehr gut, weil da hat man eine Eigenmotivation, da braucht der Spieler dann nichts mehr machen. Also grundsätzlich hätte ich ja gedacht, dass der klassische D&D-Spieler ja eigentlich Gold anhäufen möchte. Das hast du jetzt direkt aus Mazes & Monsters, oder? Was heißt Gold anhäufen? Also grundsätzlich, du gehst in einen Dungeon rein, du killst das Monster. Okay, jetzt bist du wirklich D&D 1990. Genau. Dann gebe ich dir recht. Was anderes war das nicht. Genau. Hat sich mit AD&D aber schon wieder geändert, ja. Weil da waren die ersten Skills dabei. Zwar optional, was ich mich erinnern kann. Du hast es nicht nehmen müssen. Da ist dann nicht mehr ums Geld gegangen. Also da habe ich meine besten Erinnerungen mit Spielen, wo es nicht nur ums Geld geht, sondern auch rein ums Rollenspiel. Also jetzt nicht mit oh, Fati, bitte rette mich, oder so in die Richtung, sondern wirklich, du hast mehr machen können. Weil da waren Skills da und beim D&D, ich habe D&D damals gespielt, das war eben so 1990 um und um. Ja, ich gehe in den Dungeon, hau 5 Monster um, nehme die Kohle mit raus, kaufe mir einen Gegenstand und gehe in den nächsten Dungeon. Da kann ich Hero Quest auch spielen. Oder Diablo. Oder Diablo. Ja. Wann ist eigentlich die lustige Matrix eingeführt worden? Oder wie relevant ist das für manche Spieler, Spielleiter oder Umgebungen, die Matrix der Gesinnung? Haben wir eigentlich schon beim AD&D gehabt. Auf jeden Fall. Ja. Ich müsste jetzt, was jetzt Vorgängerversionen anbelangt, na gut, müsste jetzt... Du hast das D&D gehabt und dann ist es eh schon das AD&D gekommen. Und beim AD&D hast du schon Gesinnungen gehabt, ob es das jetzt beim D&D gehabt, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Das, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, von dem her, ich weiß nur, dass D&D und AD&D ziemlich lang parallel grenzen, bis das D&D ausgelaufen ist. Es gibt ja Leute, die hassen sie wie die Pest und es gibt Leute, die finden, es ist eine tolle Sache, um seinen Charakter irgendwie Richtung zu geben. Das prinzipielle Problem ist, wenn man als Spieler selbst entdeckt, dass das die Gesinnung, die man sich ausgesucht hat, ist gerade nicht zu dem passt, was man eigentlich spielen möchte. Das ist eigentlich eher das Hauptproblem. Aber also, es gibt Leute, die über Lawful Good könnte man jetzt stundenlang diskutieren. Aber es gibt auch Leute, die sehen Chaotic Good als Freibrief für Terrorangriffe. Oh ja. Drum immer chaotisch neutral. Gibt es da eine kurze Zusammenfassung, was ungefähr was heißt, was sich die Leute darunter vorstellen können, die noch nie mit denen, die irgendwas am Hut gehabt haben? Naja, es gibt jetzt einmal diese zwei Achsen, gut, neutral, böse und lawful, gesetzestreu kann man das jetzt ja vielleicht eher schlecht übersetzen, eher vielleicht sich an Regeln haltend, neutral, chaotisch. Klassisches Beispiel, der Joker wäre chaotisch böse und Darth Vader wäre halt lawful evil. Mit Darth Vader gebe ich dir recht, und Joker war immer nur bei chaotisch neutral. Der ist einfach zu durchgeknallt, um sinnvoll böse zu sein. Und da fangen schon die Streitereien an über die Gesinnungen. Ja, das war jetzt nur so einmal ein kurzes Beispiel. Sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall kein Philanthrop. Also. Aber im Prinzip, also und Lawful Good ist ja halt dann der klassische Knight in Shining Armor, also der klassische Ritter, der alten Ladies über die Straße hilft, Schwüre hält und natürlich auch. Wir nennen es auch Paladin. Und wenn, nein, eben nicht, oh ja, das ist klar. Aber
Und also eigentlich, wenn ein Gegner die Waffe wegwirft, dann wird er gefangen genommen und nicht stundenlang im Keller zu Tode gefangen. Also der klassische... Haben wir auch schon gehabt, also bitte. Ja. Auch der Paladin war mit anwesend. Oh, ja. Habe ich schon gesehen. Die Findungen sind schwierig. Es lässt dann ziemlich einen Interpretationsfreiraum. Ich persönlich spiele irrsinnig gern Lawful Good. Vor allem, das Problem ist immer das. Wenn man jetzt ein klassisches Adventure hernimmt mit einer Heldentruppe, da ist schon das Wort Held im Namen, Heldentruppe, ne? Dann sollten die alle eigentlich gut sein. Man spielt ja die nicht wegen dem bösen Faktor, zumindest anfänglich nicht. Es war immer ja, also die gute Gruppe, die was das die diese, alte Maid vom Drachen rettet. Ja, das natürlich war nicht was anderes. Und diese Rollenspielsysteme, die halt, wo man grim and gritty und dirty war, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt D&D. Nicht unbedingt, ne? Wenn man den Soziopathen heraushängen hat lassen wollen. Okay, gemäß des Falles, ich habe jetzt einen Spieler, der wird Spieler. Wir sind uns einig, wer ungefähr welche Rolle übernehmen sollte. Was brauche ich sonst noch? Jeder hat dann ein Charakterblatt, wie es rollenspieltechnisch üblich ist. Einen großen Tisch. Einen großen Tisch, genau, einen großen Tisch. Warum eigentlich einen großen Tisch? Warum nicht einfach so einen Campingtisch mit, wo halt jeder ein bisschen Platz hat? Naja, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, also ich habe vom 5er jetzt keine Ahnung. Ich weiß nur, vom 3.5er war eine Battlemap eigentlich... ist beim 5er nicht anders. Vorgeschrieben. Naja, vorgeschrieben. Du kannst... viel mit Fantasie lösen, wenn du jetzt wirklich mit Flanken etc. arbeiten ja, dann möchtest. Hast du so einen Spielleiter, der sagt, du bist jetzt geflankt. Und du fragst dich, wie bitte? Ja. Wie das jetzt gehen? Hat der gebeamt? Nein. Das ist klar. Und selbst vor allem, wenn man selbst einen Charakter spielt, der viel flanken möchte, Attacks of Opportunity benutzen möchte, und da ist eigentlich, also bist du dann, wenn der Spielleiter sagt, nein, Maps braucht man nicht, eigentlich eher hinten. Ja, D&D war immer mit Karten klar. Ich meine, es geht auch ohne, aber... Also sofern ich mich entsinne richtig, haben wir AD&D ja nie mit Battlemap gespielt, weil da war eigentlich auch, das war wurscht, man hat sich rund um das Monster gestellt und eigentlich drauf eingeschaut. Genau, und hat gehofft, dass man der Letzte ist, genau. Der aus den Schlag ausführt, damit man die XP kriegt. Ja. Ja. Ich vermute aber auch, dass AD&D-Zeiten andere Zeiten waren, wo man das noch nicht so genau genommen hat. Jein. Also ich kann mich erinnern, mit... Als Dieb hat man Backstabbing gehabt. Ja. Da hat man auch eben die Option, also zumindest also so. Ja gut, das war nur einfacher. Du bist schon versteckt und dann kannst du es fertig. Genau. Aber das ist jetzt, was ich meine, jetzt 30 Jahre her oder nur länger, deswegen. Wir haben ja mit AD&D auch schon größtenteils sogar mit, nicht unbedingt Battle Maps, ja, man hat sie vielleicht einmal auf Figuren oder irgendwas. Man hat gern Figuren oder so. Ganz gleich was hingestellt, aber es hat für AD&D keine dezidierten Regeln gegeben, oder? Oder hat es da auch irgendwas gegeben? Nein, sie waren... sicher nicht so ausgeprägt wie beim D&D, beim 3.5er oder jetzt beim 5er. Aber man hat es visualisieren können. Ja, das schon. Es war immer leicht und mit 15 oder was ist das sicher ganz nett. Man hat seine eigene Figur, die nimmt man mit und man bewegt die irgendwo, freilich. Also das war bei uns scheinbar. Also mehr als wie Visualisierungshilfe in Wahrheit. Damals noch. Mittlerweile brauchst du das, die Visualisierungshilfe, weil sonst bist du... Vor allem, wenn man effizient kämpfen möchte, weil alle Regeln, also auch schon was die Entfernungen anbelangt, die Backstep-Reichweite, beziehungsweise wenn man schwere Rüstung auch hat, verschwende ich vielleicht auch eine Runde überhaupt, um dorthin zu kommen, wo ich dann dem Ork eine über den Schädel ziehen kann, beziehungsweise eben stehe ich vielleicht gerade so günstig, nachdem ich meinen Zug beendet habe, dass mir jetzt dann zwei Orks gleich einmal so richtig schön auf den Kopf hüpfen. Ja, D&D ist einfach ein Metzelsystem. Natürlich, und in den unteren Stufen hat man halt nicht so viele Hitpoints, da ist ein Langschwert nur eine tödliche Waffe. Oh ja, da ist tödlich. Ich glaube, die Bratpfanne damals bei AD&D für einen Magier war auch nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich das jetzt mit dem großen Tisch gleichsetze, würde das bedeuten, dass wenn ich online spiele durch virtuelle Tabletops wie Roll20 oder ähnliches, das natürlich sehr positiv beitragen würde. Das kannst du ja gemeinsam an einen Tisch. Freilich. Mhm. Also je nachdem. Ja. Wie es, dass du visualisierst, ist ja dann eigentlich mehr oder weniger egal. Also reicht zum Beispiel ein Campingtisch auch mit einem Laptop, wo die Karten drauf ist. Fertig. Geht auch heutzutage. Freilich. Also der Campingtisch, dieser Riesentisch, den was man früher braucht hat, ist halt nicht mehr so, würde ich sagen, der Standard. Man braucht ihn zwar immer noch für die ganzen Fressalien und Trinken und den Würfelauslauf, aber... Ja, zum Thema Würfelauslauf könnte man dann auch sagen, bitte jeder seinen eigenen Würfelturm mitnehmen, beziehungsweise Würfel-App oder ähnliche.
Apropos Würfel, welche Würfel braucht man denn eigentlich? Alle. Ja, was heißt alle? Wir fangen bei W4 an, über W6, W8, W10, W12 und dann W20 sowie dann an W100. Das heißt, du hast durch die Bank wirklich an jeden Würfel. Allerdings beim W12 reicht einer. Für alle 100 Anwesenden, das stimmt. Es hat nur einer die Zwergenstreitachs. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und da, also beim 3-5er hat der Papa, glaube ich, 12 Trefferwürfe. Stimmt, ja. Aber was brauchst du eigentlich am meisten? W4, W6, W8, W10 eher schon wieder seltener. Der W20 war immer der Angriffswürfel, nicht anders als beim DSA. Nur mit umgekehrten Vorzeichen, ja. Anführungszeichen. Ja, aber W10, W12 waren wirklich die Stiefkinder an die Würfeln, was braucht hast. W10 war damals nur die helle Barde. Ja, ich dachte, mein Kriegspriester, das weiß ich noch. Aber du bist immer nur W4, W6, W6 brauchst für alles. Heilungszauber, W8. Ja. W6 war nur der Feuerball, W6. Lightning Bolt, alles, was Kampf unterwegs war. Außer natürlich W4 für... W4 für magische Geschosse, genau. Ja. Das war es eigentlich. Und so Bastardschwert war 2W4. 2W4 und W10, ja. Das heißt, wenn jeder ein Set hat, kommt man locker durch in Wahrheit. Freilich, du würfelst halt dann bei gewissen Sachen, wo du mehr würfeln brauchst, vielleicht öfters oder du sammelst die von den Partnern am Tisch ein von mir aus. Deshalb, es gibt ja eine große Auswahl an bunten Würfeln, damit man sie nachher auseinanderkennen kann. Aber es war damals wirklich schwierig, an solche Würfeln ranzukommen. Also da kann ich mich noch erinnern, wir haben in Linz genau im Beil gehabt, wo du ein paar gekriegt hast. Mhm. Und in dann war es angelangt. Und im Landesverlag, ja. Aber auch nicht immer. Nein, du hast damals nur gekriegt in W20, W6 sowieso. Aber das ja gut, dann DSA, ist ja klar. Ja, DSA und mehr habe ich eigentlich nicht gebraucht und ein paar sechsseitige dann für Schwerer. Wir sind schon extra zum Beil und da war auch nicht die große Auswahl. Ja, aber da sind wir jetzt schon, da sprechen wir jetzt aber schon fast über, das sind schon vor Internetzeitalter, beziehungsweise lang vor Internet, ja. Wir sind vor dem Internet gewesen, ja. Internet-Kommerz-Zeitalter. Und der Rest war im Prinzip waren vor dem Internet. Zum Holen von Wien über die Spielerei zum Beispiel. Wir waren eher Damage. Spielerei war erst einiges später. Ich war am Anfang Spielerei. Dann waren es auch. Bis 95, ja. Dann war es zu und ja, wir schweifen ab vor dem. Ja, und heute brauche ich einen extra Bagger, wenn ich meine Würfeln umschichte. Oh ja. Ja, das. Oder sie verteilen sie in der Wohnung, dass du egal wo irgendwo siehst du immer einen Würfel. Ja. Im schlimmsten Fall spürst du noch dann, was draufsteckst. Der W4, der tödlichste Würfel überhaupt. Aus W6 kann man immer tolle Türme bauen. Ja, die ist ja reich an Settings. Gibt es ja unterschiedlichste Welten, wie zum Beispiel Greyhawk. Hat die irgendjemand gespielt für einen? Nein, ja. Aber ironischerweise war ja, glaube ich, Greyhawk für 3-5er, glaube ich, das Grundset. Nein, 3-5er war Eberron. 3-5er war so, Eberron. Nein. Eberron war noch 3-5. Nein, Eberron war 3-5 definitiv. Weil die in die Online von Turbine ist nämlich genau mit Eberron. Ja, ja, richtig. Aber das 3-5er Spielerhandbuch, die Gottheiten, es geht jetzt um die Gottheiten. Achso, das war Greyhawk. War das Greyhawk, okay. Da habe ich gesagt, 3-5 war nur online für Eberron. Genau. Mit den Elementarzügen. Ja, dann habe ich noch Forgotten Realms. Ja. Dragonlance, Ravenloft, Eberron haben wir schon genannt, Dark Sun, Planescape und dann noch jede Menge unbedeutende weitere vermutlich. Kadim, ja. Zum Bleistift. Das war es eigentlich. Dark Sun. Ja, Dark Sun hast du schon gehabt. Mhm. Ja, also Dark Sun war dann auch so, das Grim und Gritty für D&D. Ne? Aber im Prinzip, es ist eh ironisch, aber von meiner Warte aus war der Klassiker eigentlich Forgotten Realms. Muss ich mal sagen, was haben wir damals gespielt, ja. Gut, Forgotten Realms eigentlich auch nicht. Wir haben auch damals schon bei Martin die selber gebaut. Grün war ganz nett. Dark Sun haben wir ja auch gespielt. Ja, was war da so besonders an Forgotten Realms, oder? Gut, dass bei Forgotten Realms wirklich, das war das Setting, was am meisten Zusätze hat, ja. Weil, wenn ich mir anschaue, D&D und Ravenloft, da hast du beim AD&D mehr gehabt. Also die Box, was ich damals gekauft habe, Ravenloft, war interessanter als das heutige Rebenlaufbuch bei D&D 3.5. Da hast du mehr gehabt beim AD&D damals. Interessanter, ja. Rebenlaufbuch ist im Prinzip ja ein Grün-Ableger eigentlich. Ja. Das hat ja die Rebenlaufbuch ist doch entstanden durch, wie heißt das schnell? Das Draht, nicht das Draht, da bin ich. Ja, du meinst den Todesritter, meine ja. Nicht den Vampir, sondern den genau. Todesritter. Ja. Soß. Genau. Ja, ist nein, der ist dazugekommen. Ah, der ist dazugekommen, das war schon vorher da. Ravenloft war mit Strat schon immer da, ja. Okay.
Und Soss ist dann dazugekommen durch sein Ich bin so böse. Unsagbar böse. Muss alles töten und meine Frau und meine Kinder und Katalysen. Aber das war dann das zweite Grim und Gritty Setting im Prinzip. Ja gut, du hast aber für jedes Interesse eigentlich was gehabt. Also untote Monster etc. Bist mit Rebenlauf gut bedient gewesen. Das Setting war zwar ein bisschen komisch, aber wie gesagt, Horror war da perfekt. Daxan, es war ein bisschen gladiatorentechnisch unterwegs und einfach schon zu viel mit Heubriesen und die Trikrien und was da naja, was. Vor allem hast du so ein bisschen was Postapokalyptisches auch noch dazu gehabt. Das war so ein bisschen Mad Max in Fantasy. Du hast da bitte ägyptisch angehaucht an mit die Ziggurate. Vor allem, du hast ja einen Wüstenplaneten im Endeffekt gehabt, mhm. der dadurch entstanden ist, dass im Prinzip, wenn man Magie wirkt, entzieht man der Erde Mutter Gaia Energie. Man kann das jetzt so machen, dass man das mehr oder weniger komplett beim Kamin hinausbläst, das sind dann die Pfeiler gewesen, oder man leitet wieder einen Teil zurück, das waren dann die Preserver. Natürlich waren die Preserver schwächer. Und dann haben halt die ganzen geisteskranken Priesterkönige, haben dann halt natürlich da ordentlich mehr oder weniger die Welt verwüstet und dann hast du natürlich nur Gladiatorenkämpfe gehabt, das Übliche eben postapokalyptisch, nur okay. Die Tinatüren hat geführt. Ja. Naja, wie gesagt, ich bin eher postapokalyptisch ägyptisch unterwegs gewesen, rein vom mit den Ziggurate und nicht sogar ein bisschen Inkas, Mayas, so sogar. Ja, es war halt alles, es ist immer meistens so, man nimmt halt einfach und ja, man nimmt man schüttet halt eine, alles zusammen und irgendwas wird bicken. Nee, aber war das nicht eher das Al-Qadim? Na, Al-Qadim ist 1001 Nacht. Okay. Da bist du so richtig mit fliegendem Teppich und Aladdin und Wunderlampe unterwegs gewesen. Ich glaube, das hat aber auch nie wieder gespielt. Was du nur gehabt hast, war dieses eher japanische Setting, haben wir auch mal gehabt. Ja, also wenn jetzt irgendwer mit D&D anfangen will, wurscht ob es 5er, vielleicht sogar noch 3-5, was für Setting würde dann so das New 15 Mittelalter-Setting sein? Forgotten Realms. Ja, 0815 Mittelalter, das ist natürlich, also mit Magie ist Mittelalter schwierig. Ja, 0815 High Fantasy Setting, ja. Mit allem, ja. Dragons und etc. Mit den Meeren kennen ja die, die mittlerweile eher von Big Bang und Konsorten. Was für die Settings ist dann im Prinzip das jeweilige Lieblingssetting gewesen? Man hat Phasen. Prinzipiell bei Fantasy geht es hauptsächlich darum, der Grad der Magie. Also habe ich extrem mächtige Magie, fliegende Städte und die Frau Einhorn wohnt dann neben den Waldelfen oder irgendwie sowas. Dann habe ich Low Fantasy, also Low Magie, wo Magie existiert, ist allerdings schwierig, sehr teuer, nicht sehr mächtig. Und dann habe ich halt Rare Fantasy, wo vielleicht Magie sehr mächtig ist, aber halt nicht unbedingt, man kann es nicht gleich um jede Ecke aus dem Automaten ziehen. Bin ich immer hin und her geschwankt zwischen dem Ganzen. Das ist klar, also man sagt, Forgotten Realms ist super, finde ich, als Setting. Es ist halt sehr, sehr High Fantasy, wenn man irgendwann mal die Schnauze voll hat davon, von dem Ganzen. Würde man sich vielleicht in einer Welt wünschen, wo halt nicht ständig alles mit Magie zu betreiben ist. Deswegen gibt es ja auch so viele alternative Fantasy-Settings im D&D-Bereich, wie zum Beispiel, wie heißt das? Wo die Götter, wo auch Gott alle anderen Götter ausgeschlossen hat von der Welt und nur seine Priester nur mehr Magie beherrschen und sonst gar keine Magie mehr existiert, fast nicht. Wie heißt das schnell? Also nicht sehr bekanntes Setting, aber da ist total damit gearbeitet worden. Passt nicht zu D&D, tut mir leid. Und bei dir? Nachdem, dass ich eher der Untoten-Fanatiker bin, ich war immer sehr gern auf Ravenloft. Habe Ravenloft sehr gern gemeistert. Gerade damals noch mit AD&D. Da waren diese mit bösen Taten vollbringend. Hat ja, die Belohnungen des Landes. Genau. Also das war fantastisch. Ja, und sonst bleibt ja nicht der Forgotten Realms. Weil alles andere war schon. Es ist genauso wie Rebenloft. Es muss dazu sagen. Daxan, wie gesagt, hat auch seinen Reiz gehabt, aber halt nicht so lang. Man hat alles ausprobiert. Man kommt meistens aber wieder zurück auf Forgotten Realms, weil es eigentlich da wirklich alles rundum aufgebaut war. Du hast meistens für viel große Städte Karten gekriegt, du hast die Abenteuer waren meistens auch für, ja, Forgotten Realms. Also Daxan hast du Zeit gehabt, wo du ein bisschen was gekriegt hast. Greyhawk am Anfang vielleicht nur, ja. Zu AD&D-Zeiten hat es einiges gegeben, aber ich glaube auch nicht für das 3.0er-System. Fürs Rebenloft hat es auch ein bisschen was gegeben. Das ist so, wenn du so, wenn du Forgotten Realms mit 100 hernimmst und dann nimmst du die anderen Systeme, dann
ist das 1 zu 10, was rauskommt. Mhm. Also du hast für 100 Adventure bei Forgotten Realms hast vielleicht 10 gehabt bei allen anderen Settings. Ja. Nee, hat weh da. Stellenweise sogar. Wo sicherlich auch natürlich durch die Drachenlanze-Romane da sicher einiges... Ist auch einiges rausgekommen, aber du hast dann auch nicht... Du hast dasselbe Problem... Drachenlanze ist grün. Also ja, wie beim Erst gehabt. Du wirst in derselben Zeit spielen, wie Frodo diesen Ring abgeliefert, ja, und nicht irgendwas danach. Und das hast du bei Grün genauso. Du hast die Romane gelesen, du weißt, was passiert rundum, du hast die Zwischenromane gelesen, du weißt, was da passiert. Und dann hast du natürlich das auch noch nachspielen können. Mhm. Hast du auch gehabt. Aber das willst du nicht, du willst ja nicht nachspielen. Du willst eigentlich mittendrin sein in dem Geschehen, aber trotzdem was Eigenes, und das hat nie funktioniert. Auch bei Grün nicht. Ja. Wenn du eine Geschichte hast, so eine richtige Geschichte, was den ganzen Planeten oder Ähnliches betrifft, dass du bist dann nicht mehr Teil davon, weil das ist schon angeschlossen. Ja, ja, ich würde gerade sagen, das ist dann das klassische Star-Wars-Problem, ja, wenn du das, im Star-Wars-Universum, ja, Rollen spielst, du bist auf jeden Fall nicht der Hauptheld. Nein, eben, das ist ja das. Und bist das, irgendwie das Beiwagerl von... Das ist aber das, was der und die immer war. Du warst der Held schlechthin. Und somit... Mhm. Naja, natürlich. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Spielleiterphilosophien. Ich vertrete auch eher die Meinung, dass man als Spieler in so einem klassischen Heldensetting ein gefälligster Held sein sollte. Mhm. Nicht nur jetzt, ob es gut oder böse ist, sondern einfach auch, dass man das leisten kann. Das heißt also nicht, dass um die Ecke ständig jemand lauert, der zufälligerweise 1 bis 2 Stufen höher ist als wie du und dir gleich einmal den Hintern versohlt. Ja. Oder Schlimmeres, ja. Ja, ja, hat es auch gegeben, oder Schlimmeres. Aber es hat einfach Spielleiter gegeben, die waren notorisch dafür, dass sie dir ständig gezeigt haben, wo dein Platz ist, unter Anführungszeichen. Ja, aber ist es nicht genau die Zeit gewesen, gerade so Ende 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre, wo eigentlich in jedem besseren Abenteuer drin gestanden ist, wenn dir die Mitspieler am Arsch gingen, dann bring sie um oder zeig ihnen, wo da... Tja, da habe ich das Problem, dass ich keine gekauften Abenteuer gespielt habe. Ja. Die A2, was man gespielt hat, war genau das Problem. Und sie waren immer so aufgebaut. Du gehst zu dem Standort XY, metzelst dich da durch. Der Spielleiter hat seine Karten. Beim roten X ist der Endgegner und die Spieler biegen aus Prinzip genau richtig an. Das heißt, dann kannst du anfangen zu improvisieren als Meister oder du lässt es zum Endgegner und du hast das Adventure nach 2 Minuten fertig. Haben wir alles schon erlebt. Da habe ich irgendwann einmal aufgegeben und gesagt, nein, es ist viel lustiger, du lässt die Spieler agieren und reagierst nicht dann einmal. Da können wir, sind Problem die besten Sachen auserkennen. Da sind sich dann aber auch wieder das Problem, wenn die Spieler nicht... Ja, nicht. Da ist das richtige Wort, wenn die Spieler nicht... Genau, ja. Und es ist wie Tennis, ne? Weil wenn die Spieler, wenn die Spieler den Ball nicht zurückwerfen, dann steht man... Ich persönlich finde, man kann gekaufte Adventure nie 1:1 benutzen. Ja, nicht, aber es ist mir dann zu Aufwand, da kann ich einfach nur die Geschichte hernehmen und das ein bisschen nachspielen. Nein, und selber interpretieren. Ja, man hat ja Spieler meistens eine Idee im Kopf, was man ungefähr vorhat, und dann muss man so ein gekauftes Adventure mal durchlesen. Man kann mal vielleicht, ich persönlich bin kein Feind von gekauften Adventuren. Ein Feind bin ich auch nicht. Nein, also, aber du kannst dich an Col Ronte erinnern, oder? Mhm. Das war ein Org-Bösewicht-Gegenspieler, der was witzigerweise ganz im ersten Abend, der hervorgekommen ist. Und der hat sich dann durchgezogen. Bis zur 5. Stufe war es. Das ist ein klassisches Beispiel. Hass. Hass ist Motivation. Also Hass der Spieler gegen einen eigentlich zuerst unsignifikanten Gegenspieler, ne, den man dann als Spielleiter aufbauschen können hat, als dann zum Big Evil. Was er dann auch nicht gestimmt hat. Ja, aber... Das haben wir dann nicht gewusst. Auf jeden Fall ist er halt dieser klassische Phantomas-Bösewicht ständig entkommen. Ja? I'll get you next time. Also aber allgegenwärtig und doch nicht zu fassen. Natürlich, und das, sobald man gewusst hat, dass schon wieder er die Fäden zieht. Aber es war einer der wirklich geilsten Gegenspieler, den wir gehabt haben. Also. Das funktioniert super. Mhm. Das, was ich eigentlich vorher sagen wollte, wegen Spring Sie um, war damals, glaube ich, anders formuliert im Sinne von, wenn dir die Spieler nicht das machen, was sie machen sollten, dann bestrafe sie oder zeige ihnen, wo das ist, beziehungsweise ganz im schlimmsten Fall gehen sie am Arsch, dann bringen sie wirklich um. Für Anfänger des Rollenspiels können wir da jetzt dieses englische Vokabel einführen, Railroading. Ja. Ja gut, das hast du immer noch. Ist mittlerweile, glaube ich, eher ein Stilmittel. Schon fast. Oh ja, aber es ist für den Spieler
und für den Spielleiter eigentlich langweilig. Ja, bitte stelle dich auf diese Rolltreppe und lass dich bis zum nächsten Kapitel fahren. Lass über das ergehen, über dich ergehen, was der Spielleiter da jetzt vorliest und nicke ab und dann würfelst du dreimal, um den Kampf zu gewinnen. Solltest du zufälligerweise diesem Pfad nicht folgen wollen, dann gibt es halt etwas auf die Finger. Nein, das geht nicht. Also das war damals schon Regelroding unausstehbar. Ja, deshalb finde ich, also gerade aber Spielermotivation kann man als Spielleiter dazu benutzen, den Spieler sich selbst railroaden zu lassen. Oh ja, das geht, das macht aber Sinn. Genau, das ist so wie man gefangen zu sein, ohne es zu wissen, macht dann frei. Ja, blöd ist immer, dass man Spieler anfangen, sich selbst zu leiten während des Spiels. Also das kann gar nicht. Ja genau, ich bin beeindruckt. Ja. Inwiefern? Was haben wir da für Beispiele gehabt? Mein Charakter macht jetzt das, alle sind beeindruckt und dadurch, dass alle beeindruckt sind, gibt mir jeder jetzt von mir das eine Goldstück, was ich jetzt von Jana verlange. Und du als Meister sitzt daneben und denkst, na, eigentlich tun sie das nicht, aber wie kann ich da das jetzt als Spieler erklären, dass das nicht so ist, was du jetzt da von dir gibst, weil... Okay, ja. Das heißt, die anderen Spieler akzeptieren einfach die Situation. Also es ist, wenn wir jetzt bei dem sind, also ein wiederkehrender Bösewicht ist schon mal eine super Motivation. Da reicht es oft schon nur, die Beschreibung dieses Wesens irgendwo fallen zu lassen und die gesamte Gruppe springt darauf an, lässt alles liegen und stehen und biegt dann links ab. Ja, weil dazu muss ich ja den einmal massiv aufbauen. Wie sind der, ist zum Beispiel aufgebaut worden? Du wirst lachen. Der war automatisch, nicht einmal wirklich anfänglich mit Absicht. Ich bin der Meister, der was, wie gesagt, ich reagiere. Das heißt, ich habe zwar eine Idee im Kopf, die wird dann ein bisschen durchgeführt. Und im Endeffekt war dieser Ork, wo war der? Der war in diesem kleinen Kabuff vor der Obermotzer. Und Spieler sind für den Meister immer die beste Quelle an Möglichkeiten, was du jetzt machen kannst. Die kommen mit den blödesten Ideen, ja, am Tisch, was jetzt nicht alles passieren kann, was du als Master einfach nicht einmal ansatzweise in Erwägung ziehst. Ja. Somit haben sie den dann angemetzelt und der hat sich durch einen Zauberspiegel hat er sich verdünnisiert. Und da war er, genau in dem Moment, wo er sich verdünnisiert hat, ist der eigentlich von Abenteuer zu Abenteuer gewachsen, was vorher nie vorgesehen war. Der ist dann halt immer wieder gekommen, weil er hat auch die Gruppe irgendwo interessanterweise gehasst, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Er war zum Ende hin, es war ein Vampir, das haben sie auch erst irgendwann relativ spott, da war es 10 oder 12 Leveln schon unterwegs, hat sich eigentlich als gute Wicht ausgestellt. Was sich alles mit der Geschichte entwickelt hat, ohne dass jemals geplant war. Das heißt, der Charakter ist mitgewachsen. Von Abenteuer zu Abenteuer zu Abenteuer zu Abenteuer. Und immer mit einer bisschen einer Überraschung. Aber nicht einmal, die Überraschung war nicht einmal vorprogrammiert. Als Spielleiter bist du ja wie als Lehrer. Eigentlich die Gruppe weiß ja nicht, was du vorhast, weißt oder auch nicht weißt. Das kannst du dir alles aus den Fingern sagen. Ich meine, als Lehrer sollte es stimmen, inhaltlich. Aber das fühlt mich gerade, aber gut, dass du sagst, das fühlt mich jetzt gerade zu einer wesentlichen, essentiellen Frage. Und zwar, ist der Spielleiter jetzt Gott oder nicht? Also gerade wegen die Wahrheiten. Das heißt, wir haben ja grundsätzlich immer das Thema mit, wir haben jetzt eine Regel, die besagt das und das und das. Ich würde eher sagen, wäre ein Spielleiter Gott, dann wäre er im Prinzip so wie der Henker. Weil im Endeffekt wird das irgendwann einmal zu einem gewaltsamen Tod führen. Nein, aber es sollte einer zumindest das Schlusswort haben bei einer Regel, wo ich sage, okay. Natürlich, genau. Der sagt jetzt, wir machen so, von mir aus lesen sie alle 5 Spieler da ein in die Regel, dann wird von mir aus auch noch drüber diskutiert, aber es muss einer die Entscheidung treffen, wir werden die Regel jetzt immer so auslegen. Beziehungsweise alle 2 Minuten ein klassisches Beispiel ist, welche Zusatzregeln, welche Optionen nehmen wir auf in unsere Runde und welche nicht. Ja? Also das ist irgendwie ein Talent, wo du, ich weiß nicht, deinen Namen in den Schnee schreiben kannst,
das ist zwar hübsch, also irgendwas ausgedacht, oder eben ein Klassiker ist eben diese ganze Sexgeschichten, Sexzauber oder irgendwas Ähnliches, wo man sagt, na danke, das brauchen wir in unserer Runde bitte jetzt nicht, ja, dann bleibt das außen vor. Es ist ja genauso wie, bin ich jetzt hardcore rollenspieltechnisch unterwegs mit, mein Charakter ist nie out of game, sondern immer nur in game, oder bin ich eher so ein Mischmasch oder ist egal, wie ich spiele. Das sind alles so Sachen, das ist dann auch wieder, was man vorher vorgibt. Spielleiterphilosophie, genau. Alles, was am Tisch gesagt wird, wird auch im Spiel gesagt. Oh, das, die kann böse sein, ja. Das kann, das ist auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, weil es auch doch ein bisschen den Spielspaß dämmt. Ich würde sogar sagen, in Spielfluss massiv sogar, speziell wenn es mit welchen Regeln hinterfragen geht. Es ist natürlich gut, dass wenn jetzt einer sagt, würdest du mir bitte die Chips reichen? Ich glaube, Regeln hinterfragen fallen auch nicht so ins Gewicht, aber man kann da gute Beispiele nennen wie, ich bring den jetzt um oder ähnliches, was dann auch ausgeführt wurde. Ja? Es kann auf der einen Seite, wie du sagst, den Spielfluss sicher hemmen, auf der anderen Seite also, vielleicht aber doch andere Optionen eröffnen. Natürlich, aber ein klassisches Beispiel wäre jetzt, man hat jetzt irgendeinen Torwächter zum Beispiel und man schafft seinen Diplomatiewurf nicht und man, es fällt dann auch sonst nichts ein und dann wird der immer lästiger und dann sagt man halt einmal, jetzt hupfe dem Typen aber mit dem Hintern ins Gesicht. Es gibt dann Spieler, die sagen, okay, passt, du tust das jetzt gerade. Würfle Angriff mit deinem Hinterteil. Also, man macht es manchmal aus, dass man irgendwelche Handzeichen gibt oder ähnliches, die dann bedeuten, ich bin jetzt in-game, out-game, aber... Oder Gläser anfasst und dann redet oder sowas, ja. Nur es sollte sich aus dem Kontext ergeben, dass das halt jetzt dann vielleicht... Man sollte sich das wirklich ausmachen, was... Aber das gehört meistens dann zum Killer-DM dazu. Also der ständig jemanden schickt, der ein bis zwei Stufen höher ist als wie du und jede Bemerkung... die dich jetzt in Ärger bringt, auch wortwörtlich zu nehmen. Bei uns war es witzigerweise nicht eher der Killer-DM, sondern die Killer-Truppe an Mitspielern, die was sagen, das hast du jetzt getan, weil du hast es jetzt auch gesagt. Ja, das hatte ich auch einmal. Das bringt nichts. Also du bringst die Spieler am Tisch um den Spielspaß und nicht nur die selber, sondern auch den Rest der Gruppen. Weil manche Sachen kann man als Spieler nicht umsetzen. Egal wie charakterrelevant es jetzt wäre, den Mitspieler da ums Eck zu bringen, man will nicht, weil die Gruppe dann dadurch vielleicht scheitert oder ähnliches und man eigentlich ein Gruppenspiel spielt. Das heißt, D&D als solches, oder generell, wenn wir es mal kurz vor D&D weggegangen, würde bedeuten, der Spielleiter spielt nicht gegen die Gruppe, genauso wie umgekehrt, sondern wir spielen alle miteinander. Natürlich, weil alles andere ist nicht zielführend. Also es gibt dann nicht am Ende des Abends gibt es nicht, wer hat gewonnen, die Spieler oder der Spielleiter? Das gibt es nicht. Sollte es nicht geben. Schon ein bisschen. So. Ja. Deswegen meine Frage, ja. Du bist der Spielleiter eigentlich da, du bist der Geschichtenerzähler, du sollst einen lustigen Abend für die Leute, du sollst das unterhalten eigentlich. Und durch die Unterhaltung, was du erzeugst, war auch dein Spaß haben. Und ich sage mal so, du darfst Spielleiter mal was bringen, was von mir die halbe der Gruppe auslöschen könnte. Ja, es sollte die Spannung ja da sein, wie in jedem guten Film. Es könnte jetzt was passieren, obwohl jeder weiß, wie es ausgeht. Klassisches Beispiel, eine riesige Knollarmee, damit die Spielergruppe nicht in Versuchung kommt, diese anzugreifen. Es waren zwar Gefangene dabei, die sozusagen als ein bisschen sozusagen ein Köder waren, aber man hätte dann mein Plan wäre gewesen, dass sie dieser Armee unauffällig folgen. Du musst sogar eh lachen. Ja. Das wird nie passieren. Natürlich nicht. Sie haben es Gott sei Dank nicht auf eine offene Feldschlacht ankommen lassen. 5 gegen 10.000. Nein, so viel waren es da nicht. Aber im Prinzip haben sie dann das Lager dieser Armee in der Nacht überfallen und halt alles umgebracht. Glücklicherweise, weil sonst hätte ich ein Problem gehabt. Durch halt mehr oder weniger alle Schlafenden alle abmurksen und halt die einigen, die... Da hast du aber schon Regel gedehnt, gell? Wieso? Mit Schlafenden und Umbringer. Wieso? Naja, weil es beim D&D nie so einfach war. Beim AD&D ist es noch gegangen, wenn bewusstlos war. Nein, es ist allein durch den Schaden gegangen, weil ich habe einen relativ fähigen Dieb dabei gehabt. Okay. Also Verlust von Dexterity und Sneak Attack Damage, das ist schon gegangen, ja. Also das war jetzt nicht das Problem. Wie gesagt, alles, was munter war, ist dann halt großflächig bezaubert worden und fertig. Hätte ich mir jetzt eben nicht so gedacht, dass das dann so glatt geht, sondern eher, dass doch vielleicht ein bisschen knapper wird. Aber es war ein souveräner Sieg,
was auch wieder gleichzeitig das Beispiel ist, dass man halt ab und zu als Spielleiter auch sehr schwer einschätzen kann, wie sich gewisse Monster dann auswirken, vor allem wenn man es in der Masse hat. Andere Beispiel, was ich vorher genannt habe, war eben das mit dem Dieb, der dann beim zweiten Tor vergisst, einfach mal wirklich drauf zu würfeln, ob da eine Falle ist und einfach die Tür aufmacht. In dem Augenblick denkst du, du bist Spielleiter, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, du bist Dieb, du hast einen Job, bitte mach den. Und natürlich lösen wir da einen Alarm aus. Und du hast für das überhaupt nichts vorbereitet, weil du denkst, das hätte nicht passieren. Ich bin ja davon ausgegangen, ihr schafft es, dass ihr in dieses Haus heimlich eindringen könnt. Aber nein, der Dieb, lalalala, zack, Tür auf und fertig. Es führt mir zu zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist auch für sich die, so wie du vorhin gemeint hast, der Held soll sich für Held verhalten, dann war der das ja fast voraussehbar gewesen, oder? Dass die Knolle angreifen. Als Spieler sage ich da ja. Als Held, Moment mal, Held heißt ja nicht suizidärer Idiot. Sie sind sehr souverän gemeistert. Oder natürlich, so. Das stimmt. Also sie sind in dem Augenblick vollkommen richtig gelegen. Wir haben ja bei D&D das Gesinnungssystem und je nachdem, also es gibt sicherlich eben diesen Held in Shining Armor, der dann vielleicht sagt, nein, wir brauchen eine offene Feldschlacht. Also Paladin heute, ja. Muss ja nicht sein. Also man kann auch einen Lawful Good Krieger spielen. Es macht nur keinen Sinn, aber man kann es. ja, man kann viel spielen. Priester zum Beispiel tendieren auch sehr gerne zu dieser Gesinnung. Der würde aber eine offene Feldschlacht erst auch nicht vorziehen. Nicht unbedingt, ja. Also, nein, man muss jetzt schon sagen, also Paladin hätte vielleicht mit der Art des ganzen Lagers durch Meuchelmord zu entledigen vielleicht ein Problem gehabt. Vielleicht aber auch nicht. Also es war nur Knolle, ja. Du hast es ist um die andere Probleme. Und es ist um die Befreiung von Gefangenen gegangen, also da kann man schon. Ja, aber da hast du einfach wieder das Problem der Gesinnung, wie schwarz-weiß-sieg ist. Knolle böse, Knolle töten. Natürlich, du hast auch das generelle Problem, was mache ich mit Frauen und Kindern von Orks zum Beispiel, also weil Orks immer böse, wir haben die männlichen Orks erledigt, jetzt haben wir ein Dorf mit lauter Kindern, mit lauter Frauen, denen noch die Kinder an den Brüsten hängen, ja, und die werden dann irgendwann vielleicht einmal groß, vielleicht können wir sich das Problem jetzt gleich entledigen, nicht? Ja, also wie gesagt, das ist... Also ein Lawful Good Charakter würde es sicher nicht machen. Mhm. Chaotisch okay. Gut, ich weiß nicht. Das Zweite, was mich interessieren würde, klassisches Beispiel. Die Gruppe ist im Busch und sieht vor sich, was weiß ich, zwei, drei Orks am Lagerfeuer sitzen. Die fangen zum Streiten an und die würden sich dann gegenseitig verdreschen. Würde das einfach deklariert werden mit der von den dreien gewinnt oder der von den dreien fällt um oder würde das ausgewürfelt werden? Wie würdet ihr das handhaben wollen? Du könntest verdeckt würfeln und einfach sagen, die Würfel sind so gefallen. Naja, da hast du wieder die Frage, was ist jetzt relevant? Wann ist die Spieler drauf wetten? Und da gehe ich mir davon aus, dass sie es zu 100% machen. Dann kriegt aber jeder einen Würfel in die Hand. Dann sollen sie es selber auswürfeln. Mhm. Wenn sie es wieder erwarten, nicht drauf wetten würden, ist eigentlich kupft wie katscht, wer da gewinnt oder nicht gewinnt. Außer du hast jetzt einen ultra bösen Ork dabei, der was dann die Gruppe zufälligerweise sieht und dann auf die Gruppe geht. Ja, dann sollte der Härteste sein, der was da genau, da hat man dann natürlich die freie Hand als Spielleiter. Ja. Es gibt auch die klassische Sache, wenn der Spieler verlangt, du musst aber würfeln, dass der Spielleiter würfelt, das Ergebnis der Würfel ignoriert und sagt, du bist trotzdem tot. Ah ja. Das war dann wieder diese komische Spielleiter-Willkür, die da umeinander rennt. Und nein, oder generell, du brauchst das. Das kann aber auch sein, also wenn der Spieler jetzt irgendwas total Hanebüchernes verlangt, zum Beispiel eben, da ist ein König und er will jetzt dem König die Unterhose klauen und du sollst jetzt dann darauf würfeln, ob der König das merkt oder nicht, dann würfelst du vielleicht endlich, damit der Spieler Ruhe gibt und sagst einfach, nein, er hat es doch bemerkt, ohne dass du auf das Ergebnis des Würfels schaust. Bevor wir zum Würfeln als solches kommen, eine grundlegende Frage noch. Gehen wir davon aus, wir treffen uns, spielen das erste Mal D&D, stellen fest, okay, wir wollen jetzt Greyhawk spielen und kommen dann drauf, okay, Greyhawk ist nicht das Setting, was wir spielen wollen, sondern Forgotten Realms. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mit den Charakteren, die ich geschaffen habe, einfach das Setting wechsle oder nicht? Das ist jetzt aber sehr subtil gefragt. Ja. Du willst uns in genau eine Richtung lenken. Natürlich. Wobei wir jetzt eben auch das noch sind, wir haben ja ein Setting eigentlich auslassen. Und zwar? Das frage ich mir gerade. Ja, wie heißt die Stadt, wo alle Ebenen zusammenlaufen? Planescape oder was? Planescape, genau. Jetzt fangen wir vielleicht nur ganz mal von vorne an. Was sind die Ebenen und wie kann man jetzt zwischen den einzelnen Welten reisen?
Prinzipiell muss man sagen, als Spielleiter kann man immer sagen, da ist eine Höhle, ihr geht in die Höhle hinein, ja, auf einmal ist Nebel. Das haben wir Regenlauf. Ja. Und wenn ihr mein Lieblingsthema, so passiert es bei einer immer. Und wenn man bei der Höhle hinauskommt wieder, seid ihr auf einer ganz anderen Welt. Bumm, zack. Oder ein Spiegel oder sonst irgendein Device. Das ist beim D&D wirklich leicht. Da brauchst du nicht einmal wirklich Ebenen reisen. Ja, du müsstest ja nicht einmal an die D&D-Kosmologie halten. Ja. Bumm, zack, da bist du. Da Magie so dick da ist, ist wurscht. Wie gesagt, mit der Fingerschnipp tut's auch. Ein Gebet an seine eigene Gottheit, bitte, ich mach von Grehog weg, ja, mag auch gehört werden. Mhm. Also, du kannst natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Charakter stirbt, dann wird er vielleicht auf einer anderen Welt wiederbelebt. Irgend so etwas, geht alles. Also alles ist möglich. Gerade bei Wiedergeburt ist das ganz witzig. Ja? Mhm. Apropos Wiedergeburt, das ist ein gutes Stichwort. Generell ist es ja so bei den Rollenspielen, dass wenn der Charakter autofore ist, also sprich Lebenspunkte, Trefferpunkte, keine Ahnung was, auf Null ist oder darunter, dann ist er im Normalfall klinisch tot. Wie oder welche Möglichkeiten hat der Spieler beim klassischen D&D, also nicht bei den Computerspielen, sondern beim klassischen D&D, seinen Kumpanen zu retten oder ähnliches? Oder gibt es da überhaupt irgendwas? Genau dasselbe wie bei den Computerspielen. Tut sich nichts anderes. Du tust ihn verbinden, er ist auf Null, er ist bewusstlos. Wenn er im Minusbereich. Wenn er auf Null ist, ist er sowieso nur bewusstlos. Und alles andere bei minus 10 ist halt dauertot in dem Sinne, dass er eine Auferstehung braucht. Ja, oder eine Wiederbelebung, je nachdem. Sollte es einen Priester in der Gruppe geben, ist das praktisch. Mhm. Wenn nicht, dann muss man halt. Also, das ist ja auch den Zugang zu diesem Zauber, weil es ist ja eigentlich ein Zauber, kann sich der Spielleiter jetzt enger oder breiter gestalten. Es ist natürlich für den Spielfluss gut, wenn das natürlich, also der Klassiker ist, man ist mitten in der Pampa und es stirbt wer. Ja, was tust du? Was tust du, Spielleiter? Weil im Endeffekt, entweder du lässt die Gruppe weiterziehen und den anlässt du zurück, den Leichnam, oder die nehmen den Leichnam mit. Aber was macht dann der Spieler? Da tauchen auf wundersame Weise immer irgendwelche Scrolls mit Wiederbelebung auf. Ja. Warum auch immer. Genau. Und die sind vor allen Dingen relativ günstig, weil du den Diamanten nicht mehr brauchst. Ne? Die sind ja schon verbraucht worden beim Schreiben. Das heißt, Wiederbelebung eigentlich ist teuer. Ja. Das heißt, als Priester, der diesen Spruch kann, du musst ja schon hoch sein, was haben wir, 8, 7, 8 Grad, wann fangen wir an? Du bist auf jeden Fall schon relativ hoch. Ist, glaube ich, 5. Grad, oder? Na, das ist Heal. Ah, nicht Heal. Moment, es gibt ja zwei. Es gibt, du hast Wiederbelebung und Auferstehung. Genau. Und dann hast du früher noch gehabt Wiedergeburt. Weiß nicht, ob wir den noch haben. Nein, Wiedergeburt ist böse. Ja, da kommst du irgendwas daher. Ja, das war doch ganz cool. Aber du bist dann von der Stufe her, wenn du denn als Priester den Spruch kannst, schon relativ hoch. Da kann man mal davon ausgehen, dass das Vermögen der Gruppe eigentlich groß genug ist, dass den Spruch sich leisten können. Das heißt, da geht es im Prinzip um materielle Werte, die dann einsetzen. Damit ich mitten in der Wüste sprechen kann, gehe ich davon aus, dass der Priester am nächsten Morgen den Spruch memorisiert und den Diamanten auch dabei hat. Ja? Weil es kann ja passieren. Wenn es einer kleinen Gruppe passiert, wird es schon ganz interessant, weil das Auftreiben, dass ein Kloster oder ähnliches eine Wiederbelebung castet auf einen Spieler, da kann man für Adventure-Hooks wieder starten. Dass man sagt, du arbeitest jetzt für die Kirche oder ähnliches. Also da geht dann einiges weiter, wieder was das betrifft. Aber ein klassisches Beispiel wäre eben aus Unfähigkeit, weil man nicht in der Lage ist, irgendein Rätsel zu lösen, stirbt jetzt die Bauernfamilie. Einen grausamen Tod. Und man schwört sich, diesen Fehler mache ich wieder gut und man schaut, dass man vielleicht die wieder auferstehen lassen kann. Es ist 7. Grad in der 5. auf jeden Fall. Denke mal. Nein, das hat sich nicht geändert. Weil du vorher gesagt hast, das ist im Prinzip wie ein Zauber. Heißt das, die ganzen klerikalen Geschichten sind eigentlich wie zaubertechnisch zum Behandeln? Also ja, das Einzige, was der Unterschied ist, ist das, arkane Zauber kommen aus einer Magieebene und die göttlichen Zauber kommen von den Göttern, die du anbetest. Ja, das heißt, wenn da jetzt eine böse Gottheit ist und eine gute Gottheit, ihre Priester können generell dasselbe casten. Ne? Also die Domänen sind vielleicht ein bisschen anders. Oder ich cast statt einen Heilspruch an Harm-Spell, wie heißt der auf Deutsch? Hast du nicht Leid, Harm? Hast du Leid, nein, Schmerz? Irgend sowas in die Richtung. Das heißt, das wandelst du ein wenig ab. Aber ansonsten nehmen die aus demselben Pool die Sprüche. Ja? Und du hast dafür
Magiersprüche und Priestersprüche, die grundsätzlich gleich sind. Also heißen vielleicht nur anders und das weiß dann wohl überhaupt. Das soll teilweise heißen es gleich, teilweise kann es so sein, dass vielleicht für Magier auf einer anderen Stufe sind. Mhm. Aber generell derselbe Spruch, ja. Mhm. Das heißt, da haben die coolen Sprüche sind normalerweise den Magiern vorbehalten. Ja. Oh ja. Wie wenn wir vorher geredet haben, wegen Würfeln versus D&D versus DSA, so das mit umgekehrten Vorzeichen, wie würde ein normaler Attributswurf oder Angriffswurf oder ähnliches funktionieren? Man würfelt mit einem W20, hoch ist gut und dann addiert man die Angriffsbonus oder die Boni, also Attributsbonus dazu und da muss man gleich oder größer eines bestimmten Wertes sein. In dem Fall Rüstungsklasse, das geht. Beim Angriff wäre es die Rüstungsklasse. Mhm. Das heißt, der 1er ist im Prinzip sowieso komplett daneben gehaut und 20er ist Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim 5er ist, beziehungsweise es gibt eigentlich... Ich glaube, einen Botzer hast du auch noch eben nicht so richtig. Genau, offiziell, also in den Grundregeln gibt es keinen Patzer. Mhm. Aber einen kritischen Treffer, wie kritischen Treffer gibt es ja, aber keinen Patzer. Im Gegensatz zum DSA aus, genau, beim 1er in Sonntagshieb, wie er früher geheißen hat, sprich, was der kritische beim... Der meisterliche. Bei uns hat es immer Sonntagshieb geheißen. Beim DS, bei der ersten Version, war es der meisterliche Schlag. Ist recht. Sonntagshieb war es bei uns. Nein, was dann genau umgekehrt ist. Also 1 ist beim DSA gut, D&D schlecht und 20 ist beim D&D gut und beim DSA schlecht. Wobei mir, aber beim Angriff haben wir alle nicht der 1W20, ne? Die Attributsproben sind beim DSA mit 3W20, wo wir beim D&D mit 1W20 plus die Aufschläge, was die Fertigkeit oder das Attribut hergeben, dazu addiert werden. Mhm. Und du musst beim DSA musst du ja drunter würfeln. Gleich und drunter. Und selbst für rationale Menschen ist es dann natürlich so, dass man versehentlich gute Würfe hinauswürfeln kann aus dem Würfel. Oh ja. Inwiefern? Also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass man seine Würfel nicht herborgt. Mhm. Also W6 für Feuerballschaden ist egal. Nur halt der Wurf, mit dem man halt seine Proben macht, oder Angriffswürfe würfelt, die borgt man nicht her, weil was ist jetzt, wenn der jetzt da einen 20er würfelt, dann hat er mir einen 20er gestohlen. Ja, das geht es gar gibt nicht. Ja auch, es gibt keine unabhängigen Zufallsereignisse. Auf keinen Fall, nein. Nein, also gewisse Würfel gibt man nicht aus der Hand. So wie das Charakterdokument, so wie die Bleistift und diverse. Also jedes gute Charakterdokument braucht zumindest einen Fettfleck. Ja. Einen Fettfleck und einen Glasrand. Vielleicht noch einen Kaffeefleck, je nachdem, ja. Aber Fettfleck und Glasrand, ja. Als Zeuge davon, dass er viel erlebt hat, ja. Es sind eh vorher die Begriffe schon mal gefallen. Hitpoints bzw. Trefferpunkte, was stellt das dar? Das man Lebenspunkte wiederum kennt eine philosophische Frage. Ja. Weil du wirst ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt, deine Hitpoints sind 20 und jemand trifft dich mit einem Schwert und richtet, sagen wir, einen Schaden an von 7, dann hast du danach 13 Hitpoints oder Trefferpunkte. Was ist da passiert? Eine Schule der Philosophie sagt eigentlich, also dass du hast 7 Punkte Glück verbraucht, weil der hat dich halt, hätte dich sonst getroffen, hätte dich sonst verletzt oder ähnliches. Oder der Schwerthieb prallt trotzdem irgendwie ab, aber halt du hast halt 7 Punkte von deinem Glück verbraucht. Der andere ist halt der, dass man dann wirklich Verletzungen davon getragen hätte, aber nicht schwere. So ein bisschen blauer Fleck, der sich so mehr oder weniger von selbst erledigt, wenn man nicht wieder schläft. Ich kenne nur die Variation, die mir mehr erzählt hat, und zwar im Sinne von die Trefferpunkte oder Lebensenergiepunkte, je nachdem, ist die Anzahl von Schmerz, die du aushältst, bevor du umkippst. Auch möglich. Naja, aber da wird kein Heiler Sinn machen. Natürlich, aber das ist eine philosophische Frage. Naja. In Wirklichkeit ist es ja so, also bei D&D, du kannst, also wenn du bist ein bisschen höherstufiger Charakter, du hast 100 Hitpoints. Mhm. Und das wird dir von links und rechts besorgt. Drachen spucken Feuer auf dich und Pfeile hageln auf dich, bis du dann auf... Du kannst bis auf einen Hitpoint immer nur dasselbe leisten wie auf 100 Hitpoints. Das ist durchaus richtig. Das andere, was du hast, ist das mit den mächtigen Schaden, was du kassieren kannst. Sprich, wenn du einen gewissen hohen Schaden kassierst, du dann auch automatisch umfallen kannst. Ich bin jetzt in der 5er-Regel. Nein, das haben wir im 5er schon gehabt. Ja, aber das ist eine optionale Regel. Ja, aber es ist eine Regel,
die was bei sicherlich großen und vielen Gegnern Sinn macht. Durchaus. Also sollte es jetzt einfach irgendjemand auf dich einen Feuerball werfen, der, Feuerball ist kein gutes Beispiel, der endet ja glaube ich bei 10 wie 6. Dann nimm einfach den Drachen Odem her, der was die mal oder bei dem 100 eine Gottheit wirft einen Berg auf dich oder ähnliches. Naja gut, den kann ich vielleicht noch auswählen. Nein, aber bleib beim Drachen Odem. Der Krieger von vorhin hat 100 Hitpoints, dem ziehst du 55 ab. Das heißt, das ist über der Hälfte auf einmal kassiert. Mit einem Rettungswurf entweder kipp um. Ich glaube, es war sogar mit Sterben in der Regelung. Oder du bleibst stehen. Ja, du könntest noch einen Fortitude-Rettungswurf machen in der Höhe des Schadens. Das ist sowieso möglich. Naja, aber ich habe es eigentlich immer so im Kopf gehabt, dass durchaus Verletzungen entstehen, wenn du Hitpoints abgezogen kriegst. Weil sonst für mich eigentlich ein Heiler, der was jede Wunde mit einem Heilspruch schließen kann, keine Aussagekraft hat. Das Problem, was du hast, ist halt, ja, es schaut nicht gut aus. Wie soll ich es erklären? Fällt was. Du hast einfach nie diese Schadensnegativboni, ja, was bei anderen Systemen vielleicht hast. Das ist das, was fällt. Also du hast keine Auswirkung jetzt, ja, in dem Sinn. Wie gesagt, das ist das, was beim D&D immer gefällt hat. Und da hast du gemerkt, dass eigentlich ein Hack and Slay ist. D&D war nie anders. Es war nie auf irgendwas ausgelegt, wie kriege ich dann Abzüge, kriege ich keine Abzüge. Ja, ich bin so lange fit, wie ich nur einen Lebenspunkt habe. Wozu sind dann die Rettungswürfe da? Sind das dann einfach Verteidigungswürfe? Oder wie kann man sich die dann vorstellen? Naja, nimm den fetten Feuerball, der was auf dich zufliegt, kann ich am ausweichen oder nicht? Mit einem Reflexrettungswurf. Mhm. Sprich, bin ich beweglich genug, dass ich dem auf die Seiten springe oder nehme ich alles, was da kommt? Hast du es eigentlich dann, dass der Rettungswurf der nicht vorhandene Paradewurf sein kann? Nein, Rettungswürfe machst du so nicht. Es ist ja zum Beispiel eben beim Rettungswurf, der auf Geschicklichkeit geht, ja ganz witzig, weil du stehst nach wie vor am selben Feld nachher. Das ist ein bisschen abartig. Ja. Du bist flach genug gewesen. Aber Rettungswürfe, es gibt eben, ich habe vorher schon, glaube ich, gesagt, Save or Suck. Mhm. Es gibt halt Zauber, die können dich, wenn du den Rettungswurf jetzt schaffst, sofort Stand die Bede aus dem Kampf nehmen. Das hast du beim DSA ja nicht. Du kannst ja Zauber, glaube ich, nicht blocken, oder? Du kannst bei DSA Zauber genauso blocken, aber es kommt auf den Zauber drauf an. Nee, ich mache jetzt einen Fulminictus Donnerkeil. Der Fulminictus geht direkt auf den Geistigen und somit kannst du nicht blocken. Das ist der. Wenn ich jetzt das Gegenstück hernehme, das magische Geschoss ist, ne, weil da habe ich einen Rettungswurf. Ja. Ja, nimm einen Kältekegel oder einen Feuerball, das bleibt sehr kuft wie katscht. Wenn ich das auf die ballert, hast du im D&D da einen Paradewert. Aber bei einem Angriff, bei einem körperlichen Angriff mit einer Waffe nicht. Aber alles, was so Gift, Krankheiten, Bewusstlosigkeit, Stun etc., da hast du natürlich dann Rettungswürfe dagegen. Ja, ja, bei D&D, da habt ihr ja gesagt, du würfelst im Prinzip gegen die Verteidigung, also sprich inklusive der Rüstung vom Gegner. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip dann seine theoretische Verteidigung inkludiert. Genau. Bei DSA würfelst du ja im Prinzip ja nicht gegen seine Rüstung, sondern gegen einen aktiven Paradewert. Und der Schaden, der dann verursacht werden würde, würde dann von der Rüstung gezogen werden, damit man den vergleicht. Das ist ja auch, auch wieder eine Philosophie. Ja. Mhm. Ist Rüstung Schadensreduktion oder ist, wie es jetzt im D&D ist, eigentlich ein Mittel, um dich schwerer zu treffen? Das sind immer auch so Philosophien. Es gibt, da Schadensreduktion gibt es auch beim D&D, allerdings eben meistens nicht im Zusammenhang mit Rüstung, sondern eher andere Eigenschaften, auch bei Monstern zum Beispiel, wo man teilweise eben bestimmte Kriterien erfüllen muss, ja. Nur ein Skelett her. Stichwaffen wird bei einem Skelett nie Sinn machen, wenn ich durch die Rippen durchstiche. Ja? Wobei Hammer dementsprechende Wuchtwaffen ist, laut Regelwerk und normalen Schaden verursacht. Ja? Das sind die Damage Reduction. Ja? Genau. Aber ich bin zum Beispiel da total zufrieden mit der Art und Weise, wie D&D Rüstungen handelt. Also es muss nicht unbedingt Damage Reduction sein. Du hast, wenn du schwerere Rüstung hast, bist du so nicht so beweglich. Auch wenn sich bei 3.5 zumindest, zum Beispiel jetzt eben beim Reflexrettungswurf, die Rüstung eigentlich überhaupt nicht auswirkt. Aber du bist meistens, wenn du eine Rüstung trägst, hast du von Haus aus eher, bist Angehörige einer Klasse, die sowieso einen schlechten Reflexrettungswurf hat. Also bist du in der Hinsicht zumindest gehandicapt. Ja, also das ist... Aber wenn ich Kampf jetzt vergleiche, DSA, D&D, der Kampf bei D&D war immer schneller.
Ich kann mich an DSA-Zeiten erinnern, wo du, ja, der pariert. Eine halbe Stunde später hat keiner ein nennenswertes Ergebnis erzielt. Und beim D&D kannst du, wie gesagt, ein Knollarmee ausradieren. Ja. Und tot umfallen. Das ist auf alle Fälle relevant, ja. Also wie gesagt, vom Kampf her ist D&D sicherlich eines der schnellsten Systeme. Nicht das schnellste, sicherlich nicht. Nein, dann nehmen wir Shadowrun. Oder Savage Worlds ist sicherlich auch noch interessanter, also gerade mit den Großkampfregeln. Wobei man da immer als Spielleiter, es gibt ja Moralregeln für große Verbände. Oder das ist auch Killer-DM oder beziehungsweise logisch oft das Problem, dass halt Spielleiter oft wirklich schickend Fanatiker, die kämpfen bis zum Tod. Sogar jedes Tier kämpft bis tot umfallen. Mhm. Und eigentlich, das ist irgendwie total unrealistisch. Und auch unlogisch, ja. Sofern man nicht indoktriniert ist, dass das jetzt... Das machen die Druiden im Wald. Was, die indoktrinieren oder die dann... Die indoktrinieren jedes Vieh, das bis zum... Ah. Chaotisch böse... Das chaotisch böse Häschen. Ich brauche, bis ich das verstehe. Aber es macht eben keinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. Man kann Kämpfe einfach wunderbar abkürzen, indem man einfach sieht, die zwei Wochen schnallen es... Mhm. Tut mir leid, wir werden das nicht überleben, wenn wir da weiterkämpfen. Ja. Wir strecken die Waffen und gut ist. Und man kriegt ja auch mittlerweile diese. Früher war man vielleicht dazu verleitet, doch weiter zu kämpfen als Held, weil nur ein toter Gegner bringt XP. Oh, ja. Heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Heutzutage bringt man XP dafür, dass man dieses Hindernis überwunden hat, egal in welcher Art und Weise. Ja, diesen Wandel sieht man generell, speziell durch Systeme, die schon länger am Markt sind, also sprich, wenn es 20 Jahre sind. Macht aber Sinn. Weil früher war D&D wer den Todesstoß, und egal wie groß seine Leistung sonst noch war in dem Kampf. Also wir haben Sachen gehabt wie 20 Mal nicht treffen, alle anderen prügeln ein in das Ding und der hat nicht dann einmal einen HP und dann kommt der, was 20 Mal nichts da hat, stech, tot umfallen, XP kassiert. Mhm. Ah, das heißt, nur der, der den gefinisht hat, hat dann die... Ja, das war so ein Radio und die total Hardcore. Toll. Von das kann ich gar nicht mehr. Du hast dafür andere Sachen, Punkte gekriegt. Also Dieb, das Zaubern für Dieb war immer Schlösser einer, öffnen. Also also Dieb war immer einer beim AD&D, der was... Innerhalb von 20 Minuten hast du da, blöd gesagt, 3 Leveln aufsteigen können, weil du hast 5 Schlösser geknackt, 3-mal Taschendiebstahl, 5 Fallen gefunden. Also der ist aus dem Dungeon immer mit mehr XP rausgekommen. Und das Witzige daran war das, am wenigsten XP braucht zum Aufsteigen dies. Das zusätzlich zu dem Zeitpunkt waren unterschiedliche XP-Tabellen für jede Klasse, wobei zum Beispiel... Also die hat 1250 Netter braucht. Genau. Ne? Waldläufer und Paladine da wirklich... 2,5, Krieger 2 oder so, Priester war auch noch günstig. Nein, aber wenn du das überlegst, du hast für einmal Schlösser öffnen so 200 Punkte gekriegt, rechnet das aus? Also wir haben da schon Sachen gehabt wie, du startest mit einem Schurken bei einer 1-zu-1-Session, der klettert da zweimal den Turm auf, weil das war damals auch noch eine Diebesfertigkeit mit Prozentwurf. Hurra, er kommt oben an Stufe 2. Hallo? Und ein Krieger, also es war schon ganz witzig. Naja, das ist schon heftig, sind wir froh, dass das geändert hat. Ja, definitiv. Es hat schon leicht für Frust sorgen können. Oh ja. Aber was sich genauso wenig geändert hat, wie die nicht vorhandene aktive Parade beim System, ist ja das mit den Zauber kanalisieren, oder? Kanalisieren. Im Sinne von Memorisen, nicht kanalisieren. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, weil das ist... Das ist fix, das ist eigentlich das ist System D&D, immanent, weil das wäre dann eine Änderung, die würde war dann Sinn, wirklich... War kein Sinn, da war es ein anderes System. Ja. Aber hat es da nicht einen Hexer oder so gegeben, der das ignorieren hat können? Es hat Psionik auch noch gegeben, der war es Powerpoints. Richtig, da haben es versucht mit Spellpoints, so wie du es beim DSA hast. Oder das sind die astralen Energie. Ja, so Spellpoints, wie du das eigentlich nennst. Ja. Die astrale Energie hast du beim Psy-Typen gehabt. Gut, sie haben dann einen Sorcerer reingenommen, aber da hast du auch die Restriktion, du kannst zwar alles casten, was du weißt, aber auch nicht der 5 Mal am Tag. Du bist halt... Flexibel. Du hast Spellslots, genauso wie Wizard. Wobei flexibel ist ja auch wieder falsch, weil du hast auch nicht also ein Kontingent, was um einiges weniger ist wie beim Magier. Ein Magier schreibt alles in sein Zauberbuch, das heißt, er kann 100 Spells vom ersten Grad haben, wobei ein Sorcerer dann genau 2 hat. Man muss auch sagen, man merkt ja oft so, wie sich die Welt an die Regeln anpasst, weil zum Beispiel ein Priester muss an einer
zu einem fixen Zeitpunkt des Tages für seine Zauber beten. Mhm. Und ein Wizard hat eben 8 Stunden rasten müssen. Dafür, dass er mehr oder weniger so ein bisschen was aus seinem Spellbook eben halt in seinen Geist abspeichert, das er dann am nächsten Tag halt so wieder abrufen kann. Und vom Power-Niveau her ist auf jeden Fall ein Wizard besser als ein Sorcerer. Vom Power-Niveau sicher, also ein Sorcerer, unflexibler unter Anführungszeichen. Eigentlich schon, ja, weil er mehr Zauber kann. Richtig. Ein Sorcerer war jemand eigentlich, denn da muss man schon irgendwie eine gewisse Zuneigung haben als Spieler, dass man den wählt. Es war für viele einfacher im Gegensatz zum Wizard, weil bei einem Wizard hast du wieder vorplanen müssen. Was brauche ich, was macht Sinn? Ich meine, bei einem Computerspiel, okay, fangen wir Feuerball, keine Frage. Ja, das ist vielleicht zum Beispiel nur ganz ein interessantes Thema, wenn man jetzt einen Neuling aufnimmt oder wenn eine Gruppe neu anfängt, ist natürlich der Aufwand ganz ein anderer. Wer einen Priester oder einen Zauberer spielt, hat auf jeden Fall am Anfang viel mehr zu lernen, als wenn einer einen Krieger spielt. Ja, Schurken kommt auch noch so in die Gegend, alles andere geht eigentlich. Naja, am Anfang ist es, du hast jetzt natürlich nicht so viel Zauber, aber der Levelaufstieg ist ja schon wieder eine ganz andere Sache, weil dann muss man ja Zauber, also kann man Zauber lernen und dann muss man sich mal alle durchlesen. Und dann wird man mit Sicherheit irgendeinen auswählen, der komplett schwachsinnig ist und überhaupt nichts bringt, wo dann der Spielleiter sagt, du, ist das vielleicht nicht mal überlegen? Ja gut, da ist aber schon extrem schwachsinnig, für nichts und wieder nichts. Ja. Nein, aber es gibt natürlich klar, es gibt einfach Sprüche, die sinnvoller sind als andere, die dann nachher, wenn man es im Überfluss hat, natürlich dann wieder cool sind, wenn man es kann. Ja, freilich. Aber natürlich am Anfang ist natürlich klar, also man sollte schon Schaden machen als Zauberer oder sie unsichtbar machen können oder irgendwie anders der Gruppe nützlich sein und nicht unbedingt jetzt, ich weiß nicht, ein sinnloses Tier beschwören können, das dann für 3 Runden da ist und dann macht es Puff und es ist wieder weg. Kann man auch spielen, ja. Was mich noch zu einem Punkt bringt, wegen der Settings vorher, gibt es irgendwie Einschränkung oder Modifikation, je nach Setting, was ich spiele? Außer bei Eberron, wo es halt dann diese mechanischen Wesen gibt, aber gibt es sonst irgendwas, wann ich mit einem Krieger oder mit einem Schurken einmarschiere, sich essentiell was ändert? Daxan ist da das bessere Beispiel mit dem Magier. Alles andere, ja gut, Drachenlanze mit dem Magier ist das auch noch. Die Priester sind bei Drachenlanze. Kommt du wieder darauf an, zu was für einer Zeit das du spielst? Bei Drachenlanze hast du nur die 3 Monde. Ja, aber das ist. Du hast da verschiedene Spells, also da musst du aufpassen. Genau. Nein, Drachenlanze mit den Priester, wie gesagt, stellt sich da die Frage: Spiel während der Umwälzung, sprich, wo das Ganze eigentlich passiert mit dem ganzen Schnickschnack. Vorher hast du ja Magie zaubern können, also göttliche Magie zaubern können. Dann mit der Umwälzung, wo eben. Für die, der Soss verantwortlich ist, weil er hat ja zurück zu seiner Frau müssen. Und da haben die Götter dann gesagt, okay, mehr wollen ich nicht mehr, scheißt auf eure Magie. Du hast nicht mehr zaubern können. Und mit Anfang der Drachenlanze, wo es die Goldmond dann gefunden haben, wo es wieder ein bisschen göttliche, sie zumindest, göttliche Magie wirken können, aber auch nicht dadurch den Stab, den was dabei gehabt hat. Sprich, da hast du natürlich auch ein paar Voraussetzungen, die was anders sind, zu High Fantasy. Ja, aber wer jetzt dann zu dem Zeitpunkt einen Priester spielt, den kann man dann auch nicht mehr helfen. Das ist ja das. Du kannst in der Zeit dann wieder nicht spielen, weil da hast dann, wie du ganz am Anfang gesagt hast, ein Priester war ja schon auf einen Vorteil, ne? Ja, weil dann ist, nämlich, dann ist das Problem, du hast dann das Problem, es gibt da zum Beispiel Rat der Zeit, da wird man mehr oder weniger geisteskrank, wenn man zaubert. Nein, aber es ist einfach prinzipiell, du hast keine Heilzauber. Jeder Kampf ist dann halt problematisch, weil wenn du da schwer Verletzte hast, die schon am Zahnfleisch daherkriechen, stockt einfach der Spülfluss. Oder du machst das wie bei mir, wir haben einen millionenschweren Sack am Buckel mit 10.000 Kräuterchen, was Heilkräuter. In D&D ist ja der Schaden abstrakt. Außer jetzt wirklich, es würde jetzt jemand hergehen und sagen, ich hacke dir jetzt die Hand ab. Das ist zwar jetzt auch regeltechnisch irgendwie gar nicht so abgedeckt. Na, es ist unmöglich, so gesehen, rein von den Trefferpunkten etc. Ja, das kannst du rollenspieltechnisch ausspielen, aber das ist. Ja, natürlich, aber regeltechnisch eben, es gibt den Zauber Regeneration zum Beispiel. Ja. Also man kann wieder verloren gegangene Extremitäten nachwachsen lassen. Aber eigentlich, wie sich das regeltechnisch auswirkt, eigentlich nicht. Okay, logischerweise müsste man sagen, wenn es für einen Priester oder einen Magier würde, vielleicht Gestenmagie. Also es ist eigentlich nicht abgedeckt tatsächlich, inwieweit das jetzt. Doch, weil wenn du stumm bist, kannst du keine Vocal-Zauber mehr machen. Somit, wenn du eine Handfeld hast mit Gestik, unmöglich. Eben, aber zum Beispiel als Priester ist es dann nicht so tragisch.
Kommt drauf an, was der Zauber braucht. Natürlich. Wobei Gesten ja sehr interpretationsdürftig ist, weil es sind Gesten jetzt Armbewegungen oder Finger. Du hast die Meta-Feeds, also ja, sie sind sehr offensichtliche Arm, Finger etc. Gesten. Dann hacken wir ab jetzt jeden Zauberer ja irgendwas ab. Ey, aber dann hast du musst dann mal die Zunge rausschneiden und was brauchen wir noch? Ja, er kann dann eh nichts mehr in der Hand halten. Es ist eigentlich eh wurscht, der Dritte mit den Materialien, sondern das heißt, lassen wir den Tisch fallen. Es gibt also für das eigentlich, das Problem ist, dafür gibt es regeltechnisch richtig überhaupt keine Lösung für das Problem. Okay, das heißt, aber ich habe unter Umständen, je nach Setting, was ich wähle, schauen noch gewisse Eigenschaften oder Eigenheiten, die bedenken aber sollte als ja Spielleiter bzw. Spieler. Deshalb ist jetzt zum Beispiel der Verlust einer Extremität in D&D besonders schwer, weil eigentlich sollte es nicht passieren. Mhm. Es gibt auch keinen Zauber dagegen, aber der ist dann auch schon ein bisschen höher. Und also jetzt zu sagen, hey, wir haben der Dieb, das ist ein Schurke in der Truppe, der wird erwischt beim Diebstahl und dann in der Stadt ist es gesetzt, dass man ihm die Zunge abschneidet und vielleicht noch Hand abhockt oder Fuß und Hand. Mhm. Der ist dann regeltechnisch im Niemandsland. Dass er nicht mehr so laufen kann, so schnell wie vorher, ist irgendwie offensichtlich und dass er halt vielleicht nicht mehr ganz so agil seine Sachen machen kann und dass er auch vielleicht ein bisschen stigmatisiert ist mit seiner Verletzung, aber das wird halt nicht abgedeckt. Da muss halt der Spieler dann viel Fantasie walten lassen, beziehungsweise Deus Ex Machina irgendwo Regenerationsring krach fallen lassen. Na gut, aber das ist ja eigentlich genau das, was D&D nie ausgemacht hat. Das ist erst mit Laufe der Jahre und eigentlich der Veränderung von Spielen selber gekommen, dass man jetzt sich über sowas eigentlich Gedanken macht, weil vorher, ja, Hand angehockt, ja, Regeneration passt schon. Ja, weil im nächsten Dungeon ist es eh schon wieder wurscht, weil da finde ich die nächsten 10.000 magischen Gegenstände oder ähnliches, war völlig wurscht, das war Hack and Slay und heutzutage versucht man doch ein bisschen mehr, kommt vielleicht auch aufs Alter drauf an, aber trotzdem den Charakter ein bisschen auszufeilen und da irgendwas darzustellen und nicht nur, ich bin einfach der Baba und hau immer drauf und ich bin aus Prinzip bei Baba einfach nur blöd. Ja, kann man so spielen, freilich. Aber es macht sicher mehr Spaß, wenn der Barbar lesen kann oder andere Dinge, wie weiß ich nicht was. Aber das sind dann vom Spieler selber, was das Ganze interessant macht. Weil da wird es ein richtiger Charakter und nicht nur ein paar Werte, die was auf den Zettel stehen und ich gehe in den nächsten Dungeon rein und hack mir die nächsten 5 Monster für 500 Gold um. Wobei man jetzt auch sagen muss, zum Beispiel, also da gibt es euch auch so Kreuzungslinien, und zwar, wenn ich jetzt einen Krieger spiele und ich mag irgendwas fancy-schmancy machen, ich nehme jetzt nicht das 0815 Langschwert aus dem Regal, sondern, sagen wir mal, ich kämpfe mit Hellebarde, weil ich stehe auf Reichweite. Und ich habe jetzt einen Spielleiter, der jetzt nach den Buchstaben des Gesetzes geht und hat 3 gekaufte Abenteuer dabei und ich finde ein Langschwert plus 1, ich finde ein Langschwert plus 2, ich finde einen Dolch plus 1. Ja, das, aber ist keine dann, Hellebarde. Das ist dann nicht nett. Da sollte man dann als Spielleiter dann doch bitte auch etwas auf seine Spieler eingehen und irgendwann einmal irgendwo, vielleicht muss ja nicht gleich plus 2 Hellebarde sein, aber zumindest eine. Oder zumindest die Möglichkeit, Hellebarden, irgendwo einen Tandler, also einen Händler finden, der das dann vielleicht fernmacht. Oder sogar einen Schmied oder irgendetwas ähnliches. Aber, ja, aber auf jeden Fall braucht er seine Waffen. Das ist ja das Interessante. Ich würde meinen Charakter als Spieler irgendwie verkörpern, ausleben, die Geschichte, was er eigentlich hat, irgendwo einbringen, das macht ja eigentlich schon die Hälfte vom Spaß aus. Für den Spieler und vielleicht auch sogar für die Leute, die mit am Tisch sitzen. Ne? Was früher war einfach das gemeinsame Ziel, wie es heutzutage bei Hero Quest ist, wir gehen und eine, der Krieger geht vor, lässt sich eins auf die Arme mützen, der Dieb sucht die Truhe aus und fertig. Es ist D&D meines Erachtens nicht mehr, so wie das, was man früher kennt hat. Es gibt eben viele externe Regelwerke zur ausgefeilten Erschaffung einer Vorgeschichte. Für D&D gibt es sowas? Na ja, gibt es. Also es gibt es. Boah, du meinst das komische Eftel. Es gibt mehrere. Also, ja. Man kann zum Beispiel, wirklich, man kann alles dem Würfel überlassen und zum Beispiel. Mhm. Das Problem ist ja das, viele Spieler sind ja oft sehr faul. Ich bin vollweise. Da, meine Vorbereitung ist, ich bin vollweise, ich brauche mir keinen Gedanken über meine Eltern, über meine Geschwister, ja, über meine Reihenfolge innerhalb. Warum auch nicht? Ist ja doch völlig wurscht eigentlich so gesehen. Ja, natürlich, aber es ist halt natürlich keine Motivation gegeben. Genau. Das ist eigentlich das große Thema. Das Spiel hat dann eigentlich gar keine Motivation, dass ich aber irgendwas mache. Wenn man jetzt einen Input gerne haben möchte, da gibt es tatsächlich Bücher mit seitenweise Würfeltabellen, wo man, es ist eine, es sind zwar schon, müssen wir sagen, ancient, also das, ja, man findet es, PDF. Wir haben die, das hat auch für AD&D eine Heftreihe gegeben, wir haben die Kassen. Da war ja auch mal so seitenlang mit 10.000 Millionen
würfeln von Kindheit bis zum Greisenalter. Ja, aber hat das nur Dragons Kassen? Es hat das Dragons Magazin gegeben, ja, das Dungeons Magazin einmal gegeben. Das hat einmal den Namen gewechselt. Nein, das Ödeste sind so die Dragons oder eben Dungeons, ja, von mir aus. Aber da hast du zum Beispiel sowas drinnen, ja. Was zwar ganz witzig ist, wenn man hin und wieder ist ganz nett, wenn man sowas auf wirklich Zufall macht. Ja. Vor allem, weil man vielleicht auch gewisse Ideen aufgreifen kann. Als Eigenmotivation, wie zum Beispiel eben der Vater kennt einen nicht an, weil er glaubt, du bist illegitim. Ja. Oder es ist irgendwas am Mondfinsternis während deiner Geburt. Oder du hast ein Geburtsmal. Da gibt es einige Sachen. Drum, also D&D ist nicht mehr das, was früher war. Ja, also ich glaub, selbst die Spieler und Spielleiter kommen auch schon drauf. Ja. Also es ist nicht das, was wir generell eigentlich als Bretteljausen-Rollenspiel bezeichnen. Also wo man so irgendwie zwischen dem Wurstbrot und dem Essiggurkel spielt man ein bisschen D&D. Also das nimmt man schon ernster. Apropos ernster, es war irgendwann einmal die Geschichte mit diesen ganzen Splatbooks. Das sind ja eigentlich sowas wie, die sind in dieser Fokusregeln. Sind das nur Erweiterungen um mehrere Charaktermöglichkeiten oder Funktionen? Oder? Naja, mit was fängst also da? Mit allem. Also du hast, so ist dabei, ja. Wenn es jetzt bei der 5er-Version so wird wie beim 3-5er, wird alles abgedeckt. Also du hast wahrscheinlich Rassenoptionen, Klassenoptionen, alternative Regeln, optionale Regeln. Sprüche, neue. Zusätzliche Zaubersprüche. Gegenstände, ja. Magische. Eigentlich hast du wirklich. Es ist ein eigenes Buch für eine gewisse, eigentlich was im 3-5er immer eine Klasse. Ja. Oder A oder zwei Klassen zusammengefasst. Nimm einfach jetzt einmal Krieger, Paladin war beieinander, oder? Ist das so gewesen? Nein, das ist aber, du hast das gehabt, Complete Divine. Das war für Priester und mit ein bisschen Bauch wie für Paladine. Ja. Dann hast du witzigerweise noch das Complete Champion gehabt. Das war auch nochmal für Priester. Ja. Was ja, das optionale so, sagen wir mal so, du hast einfach genau in diesen Splatbooks immer irgendwie einen Zusatz gehabt, wo du halt dann nur irgendwas schmenzi-fenzier machen als Kinder als vorher. Ja. Oder die nur mehr spezialisieren Kinder hast als wie vorher. Das heißt, wenn Fall B nicht eingetreten ist, dann war es komplett sinnlos. Es ist einfach. Also meines Erachtens war es dann für Power-Gaming wirklich Hardcore. Weil ich nehme eine Stufe aus dieser Klasse, weil da bekomme ich dann das. Dann nehme ich drei Stufen von dieser Klasse, weil da bekomme ich das, das, das und das. Das deckt mit dem, dem und dem. Und ich bin in Level 10 genauso Hardcore wie einer mit Level 20. Also ist schön und gut, aber eigentlich zusammenpassen tut es nicht. Nein, also da möchte ich kurz also ich finde, Power-Gaming ist durchaus eine Option, die man nutzen kann, wenn man, so, vielleicht sogar sollte, wenn man sich an das bietet. Und da hat immer nur der Spieler das letzte Wort, bevor, also es ist total nach den normalen Regeln, total legit, einen Charakter zu bauen, der aus 10 Klassen besteht, also Stufe 10 ist aus 10 Klassen besteht, nur es macht keinen Sinn. 10 Klasse ist ein Hardcore-Beispiel, aber die hätte einen Angriffsbonus von 0, wenn er jetzt zum Beispiel der Magier oder. Nur geht es mir eher um das. Du hast dann meistens einen, vielleicht nur einen zweiten Spieler dabei in einer 5-Spieler-Runde, die was sich mit dem System so weit auseinandersetzen, dass da was rauszwicken, dort was rauszwicken und da was rauszwicken und natürlich den Bonussprung etc. noch mitzubekommen. Und der Nächste, der was daneben sitzt, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der hat sowieso keine Ahnung. Das heißt, auch jetzt zum Beispiel. Ja, dann hast du aber das Problem als Spielleiter. Jetzt überleg dir mal eins. Nein, natürlich. Aber wenn du jetzt sagst, einer spielt einen Krieger und der hat natürlich von diesen Talentbäumen absolut keinen Sinn. Also der keine Ahnung. Also da steht ja schon eben, wie er mit Reichweite kämpfen, wie er mit Trippen kämpfen, wie er vielleicht mit exotischen Waffen das kämpfen, ist wie er einfach nur. Also gerade mal ein Extrembeispiel. Mir geht es eher dann um das, dass du als Spielleiter immer das Problem hast, du kannst Power-Gamern mehr zumuten als Normalspielern. Und Normalspieler sind dann eher schnell einmal vom System überfordert, kennen wir alle. Und der Power-Gamer, wenn es den richtigen Mittelweg, und der ist genau bei dieser Konstellation schwer zu finden, ja, entweder es sind alles Power-Gamer oder alles Normalspieler, würde für mich als Spielleiter mehr Sinn machen, als diesen qualvollen Mittelweg zu finden. Dass du sagst, okay, ich kann jetzt da das Monster einschnalzen, weil das Monster hundertprozentig von den Power-Gamers dementsprechend besiegt wird.
Dafür gingen aber leider auch zwei Normalis drauf. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ist extrem. Jenseits der Regeln würde ich sagen, ist es viel problematischer, wenn du, damit wir wieder ein Modewort benutzen, ja, toxische Spieler hast. Also Leute, die entweder innerhalb der Gruppe gegen die Gruppe agieren, weil sie einfach entweder A-Löcher sind, unfähig sind oder sie an irgendeinem Text, den sie gelesen haben, sklavisch halten und so muss ich den Charakter jetzt durchziehen und dann prinzipiell die Gruppe dann immer in die Fäkalien reiten. Da gibt es auch Beispiele, also da, die von Spielern, die es gar nicht einmal böse gemeint haben, aber sie haben geglaubt, sie müssen den Charakter so spielen. Und die dann halt in dem einzigen, die meinen, jetzt bin ich total ehrlich, während da die Inquisition ums Eck wartet und dann sagen, ja, wir waren das und ja, danke, wir jetzt verhaftet für die Hinrichtung. Was gibt es dann auch? Und du dann als Spielleiter denkst, das steht, wo steht das in deinem Charakter, wo hast du es gelesen? Ah, sie sind ehrlich, ja, aber nicht suizidär oder ähnlich. Ja? Also das kann da auch passieren. Und da ist... Das ist keine Frage, ja. Power Gaming hat zwei Ebenen. Erstens einmal die natürliche Ebene, dass ein Krieger einfach am Anfang eher stärker ist als ein Zauberer und das dann aber das Power-Niveau anders ansteigt. Der Magier Stufe 10 ist ganz woanders als ein Krieger Stufe 10. Außer der Krieger steckt zufälligerweise genau neben dem Magier. Na gut, dann vielleicht ein Hieb. Nein, wie gesagt, was ich eher so meine, ist dieses... Das Ungleichgewicht. Dass die Gruppe nicht ausgehoben ist. Ja. Aber das hast du. Aber das hast, ich meine, das hast du eh meistens. Das hast du eben natürlich gegeben. Aber immer reizt einfach viele Regeln aus, wo sie, wie gesagt, normale Spieler schnell einmal überfordert fühlen mit: Du musst aber da sterben, dann machen wir da. Das heißt, es wird viel vom Powergamer dem Normali vorgeschrieben, was er eigentlich zu tun hat, ohne dass er selber lernen kann. Ja, nein, das ist aber eine Frage des Rollenspiels. Wenn jetzt jemand das Rollenspiel oder die Gruppe an sich reißt, das ist, du bringst immer Beispiele, die meines Erachtens nicht regeltechnisch, sondern eher persönlichkeitstechnisch sind. Nur damit du mich richtig verstehst mit Vorsagen, das meine ich jetzt nicht menschlich oder ähnliches, sondern wirklich nur, der Powergamer weiß natürlich die Regeln, ich will nicht sagen biegen, aber sie richtig auszuspielen und zu legen. Ja? Und es ist natürlich richtig, wenn ich einen Schurken habe, bitte stell dir hin, flank mit mir, du wirst das Ding in zwei Runden niedermetzeln. Absolut richtig. Das weiß der Normalspieler nicht. Ein vernünftiger Spieler wird vielleicht irgendwann mal selbst auf den Knackpunkt kommen, aber es gibt ich andere. Ich finde, du hast jetzt zwei Sachen zusammen. Der Powergamer durchaus nutzt vielleicht alle möglichen Tricks und Kleinigkeiten, die das System legal bietet, um irgendwas zu optimieren. Während, also das kann durchaus sein, dass er dafür auf andere Sachen verzichtet, aber dafür hat er halt extra nur zwei Würfel Sneak Attack Damage oder ähnliches und dafür fährt er extra noch mehr rein, wenn er flanken kann. Ja? Das macht dann den normalen Dieb deswegen jetzt nicht eine schlechte Option. Der normale Dieb, der muss dafür auf Diplomatie verzichten oder auf irgendwas anderes und das hat aber der andere Dieb schon noch. Das andere ist, wenn man halt mit dem, was an die Klasse bietet, nicht effektiv umgeht. Wie zum Beispiel als Dieb flanken. Dann kann ich aber als Gegenbeispiel sagen, als Dieb habe ich natürlich jetzt nicht die meisten Hitpoints, deswegen wer flankt, gibt sich in Gefahr, dass er auch getroffen wird. Also soll man einfach sich im Schatten verstecken und wer von hinten abkrageln. Oder generell, man muss ja nicht unbedingt ein Kleptomane sein als Dieb, also Schurke, sondern aber trotzdem, man muss halt irgendwie was machen, was der Gruppe nutzt. Wie zum Beispiel, ich kann klettern, ich kann mich verstecken, ich kann scouten unter Umständen, wobei bei Scouten, wenn ich jetzt ein extra feiger Charakter bin, da steht dann wahrscheinlich allein vor dem Gegner, wenn das um in die Hosen geht. Ich denke mal, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, das Thema ist eher das, wann jetzt irgendwie ein Charakter spielt, den er eigentlich nicht spielen kann oder nicht will, dann hast du sowieso generell. Ja, wenn er, also sprich, wenn er die Figur, die er übernimmt, das versteht nicht, oder nicht benutzt, wie es ist, wie die Idee ist, dann wird es schwierig. Nicht wollen, das kann man ja leicht ändern. Weil dann sagt man, was willst du denn spielen? Natürlich. Dann, es passiert dann natürlich auch in der Runde. Dann bekommt der jetzige Charakter einen Hirnschlag und das taucht bei anderen auf. Ja. Aber der Zwillingsbruder, ja, das ist schon klar. Wir kennen eben diese Beispiele mit vorgefertigten Charaktere, wo du überfordert bist als Normalspieler. Man muss es fairerweise jetzt sagen, ja. Wir haben jetzt vor kurzem eben Pathfinder Play getestet. Bei One-Shots ist es natürlich so, dass du zu 99,9% vorgefertigte Charaktere übernimmst, dass du natürlich den Charakter nicht kennst. Das ist klar, wenn du jetzt überhaupt keine Vorerfahrung hast, wirst du mit jedem Charakter, selbst wenn der nichts kann, überfordert sein.
man da dementsprechende Erfahrung hast in dem System oder in einem System nahe im System, also ein Klon verdient die zum Beispiel, wie es Pathfinder ist, wirst du leichter da. Das Problem ist aber eher das, was ich glaube, nicht das, was die Charaktere können, sondern das Wahrnehmen der Möglichkeiten, die die Figur in der Situation hat und das auszuspielen. Und das wiederum ist dann die Frage, lasse ich mich dann leiten oder schlichtweg meinen eigenen Kopf durchsetzen will, was auch mitunter gegen die Gruppe sein kann, auch wenn es nicht bewusst ist. Es ist gegen die Gruppe, weil du dann ja gewisse Optionen nicht nutzt, das für alle schwerer macht. Nicht unbedingt, also du kannst es aus Unfähigkeit machen oder einfach, also ist Unfähigkeit ist ein hartes Wort, einfach weil dir die Optionen nicht bewusst sind oder du kannst es wirklich machen. Nein, meine dreifache Friedensnobelpreisträgerin, die diplomierte Krankenschwesterin, war eigentlich am liebsten Sniper. Das warum war nicht? Wir kennen auch andere Beispiele in andere Systeme, wo der ultimative Heiler draufkommt, der hat eigentlich gar keinen Heilzauber. Aber wie gesagt, beim One-Shot ist es natürlich um einiges schwieriger, so übernehmen wir den Charakter erstelle. Ja, aber beim One-Shot weißt du, dass die Last irgendwann von deiner Schulter genommen wird. Im Normalfall noch 2 bis 4 Stunden, ja. Ich meine, zum Beispiel Star Wars, ich würde nie einen Droiden spielen, außer bei einem One-Shot, weil das interessiert mich nicht. Von wegen angefangen zum Spielen eben immer mit vorgefertigten Charakteren. Sprich, du kommst als Spieler nie in den Genuss, was zu spielen, was Spaß macht. Weil immer was da ist, mit dem, was du nichts anfangen kannst. Also eigentlich sollte für jeden Spieler mal die Regel gelten, selber Charakter erschaffen. Ja? Weil dann steckt schon Herzblut drinnen, dann weiß ich, was der kann, weil ich habe mich genau mit dem, was der kann, auseinandergesetzt. Zu den vorgefertigten Charakteren, beziehungsweise wenn man eigentlich gezwungen wird, eine Rolle zu übernehmen, weil die Party schon steht, aber es fehlt der Heiler, also spiel du bitte den Heiler. Oder die Party steht, aber wir haben keinen Schurken, spiel du bitte den Schurken. Das kann man auch durchaus als Option oder als Möglichkeit sehen, dass man vielleicht einmal eingetretene Pfade verlässt. Da bin ich aber schon wieder eher ein geübter Spieler, was dies betrifft. Natürlich, weil sonst gab es ja keine eingetretenen Pfade. natürlich, wie wir jetzt vorher gesagt haben, es ist einfacher als Anfänger Krieger zu spielen oder wenn man halt sagt, ah, ich will Elf sein und ich will Bäume umarmen und Einhörner, dann spielt man halt den Waldläufer und nicht den Druiden. Da hat man dann sicherlich weniger zu tun am Anfang, vor allem mit dem Stufenaufstieg, weil beim Waldläufer ist die Frage, kämpfe ich dann zweihändig oder will ich einen Bogen haben? Ich will einen Bogen. Wobei das natürlich schon eigentlich die suboptimalere Variante wäre. Ja. Vom Schaden her, voll fertig. Ja. Aber egal, das druckt der Gruppen auch noch durch. Also das ist als Magier oder als Priester schaut es dann vielleicht ein bisschen anders aus. Vor allem als Priester, wenn man dann eben die Gesinnungen dazu nimmt und dann eben sagt, meine Gottheit ist lawful good. Also habe ich jetzt sofort einen Stock im Hintern und bin immer argwöhnisch gegenüber diesem reisenden Händler da, der mit uns reist, der eigentlich ein Schurke ist. Stimmt ja auch nicht, weil du kannst immer nur ein bisschen abweichen. Für einen Neuling, der dann das vielleicht... Also ich würde jeden Neuling Schurken als Paladin in der Gruppe immer verraten. Und immer einsperren. Aber nichts, was nicht schon genug Beispiele gegeben hat. Ja. Natürlich. Ich habe auch schon ein ganzes Dorf als Paladin auf einen Dunkelelfen gehetzt, der glaubt hat, obwohl er gut war, der Dunkelelf und der Waldläufer, aber er war der Meinung, er kann ein Drachenei ausbrüten von einem bösen Drachen und ihm zum Guten erziehen. Und ich war da ganz anderer Meinung und deswegen habe ich ihm den Mob auf den Hals geschickt. Ja. Bin dann übrigens bestraft worden vom Spielleiter und habe XP-Abzug gehabt dafür. Bist du nicht vom Glauben abgefallen? Nein, bin ich vom Glauben abgefallen. Es war meine Meinung. Es hat eh schon gereicht, dass er Dunkelelf ist. Das hat ihn schon sehr suspekt gemacht, aber ich habe ihm einfach nicht geglaubt. Das ist wirklich das Problem beim D&D, dass du so mannigfaltig Charaktere haben kannst, die was in einer Gruppe nie vertragen würden. Nein, sag niemals nie. Also das Problem. Nein, spieltechnisch nicht vertragen würden. Ein Dunkelelf mit der Gesinnung böse in einer Heldengruppe. Mit der Gesinnung böse natürlich nicht, ne? Das geht nicht. Ja, selbst mit einer guten Gesinnung, die Gruppe wird in jedem Dorf eigentlich gesteinigt, wenn es mit sowas unterwegs ist. Naja gut, also das kann man ja alles umschiffen mit Illusionszauber. Natürlich, aber... Das primäre Problem hätte man ja am Anfang mal, wie man die Gruppe zusammenbringt. Da fängt es ja schon mal an. Beim Gruppe zusammenbringen, sind die Spieler willig, sich zusammenbringen zu lassen oder nicht? Das ist ein ganz anderer Punkt,
weil wenn, es gibt halt schon Leute, die hätten ganz gerne diese Zusammenkunft, diese Zusammenführung auf dem Silbertablett serviert und würden nichts dazu beitragen. Ich bin cool, ich schnitze auf dem Tisch jetzt einen Holzstock zu einer Figur. Da kommt wer rein, eine kleine zarte Elfe, ich schaue es böse an und so, was willst du da? Geh weg, du kommst nicht auf meinen Tisch. Ja, und die Elfe, die geht dann wieder in den Wald. Das war's. War nicht das Abend. Also eine Gruppe zusammenfinden ist nie einfach. Ja, aber das fang ich schon damit an, eben. Also ein Dunkelelfen, das ist eine spielbare Option, das kann man machen, aber es muss jetzt schon eine gewisse. Da würde ich vielleicht zum Beispiel als Spielleiter eben sogar einen sauteuren magischen Gegenstand in den Hintern schieben, mit dem er seine wahre Identität vielleicht verstecken kann. Beziehungsweise weit ist er als Vorgeschichte ja polymorpht worden in einen Sonnenelf. Ja, klar kann man da handhaben und man dumm schichteln und sonst irgendwas. Mir geht es da eher um das, dass die und die wirklich viel Möglichkeiten offenbart, was Krankes, Abartiges an Charakteren zu spülen. Ja. Die was ja nach 2 Sekunden in derselben Gruppe einfach. Da ist aber dann der Spielleiter gefragt. Ja, klar. Wenn ich jetzt, eben gesagt, ein Paladin, der vielleicht sogar noch Asimar ist, und dann kommt nur der Tiefling ist okay, weil Gesinnungsfrage. Aber wenn ich jetzt tatsächlich jetzt einen extra bösen Dämonen Halblingsopwurf irgendwie das dazu tue. Waren wir eigentlich die Tieflinge. Naja, ja, aber die Tieflinge haben trotzdem eine freie Gesinnungswahl. Und Asimar, wir könnten jetzt über Lawful Good reden, bezüglich Lawful Good heißt eigentlich vorurteilsfrei, dich an deinen Handlungen zu beurteilen. Und steht so nicht drin, wie ja, du es gesagt. Ich weiß, aber das ist mein Standpunkt. Nein, von dem rede ich ja nicht, aber Tiefling, genauso, wenn du einen Asimar hernimmst, Asimar Engel, abstämmig, gut, weiß ja jeder, ja, der Tiefling, dämonenstämmig, böse, logisch. Ork, böse, genauso logisch. Als Spielercharakter hast du die Optionen. Ja, ja, habe ich. Das passt schon, aber ich sage nur rein. Du öffnest gerade ja die Büchse der Pandora bezüglich ein Volk, eine Gesinnung. Also Orks sind chaotisch böse, ja. Wobei man sich fragen muss, wie sie chaotisch böse Wesen zu Stämmen organisieren können. Ja. Sie prügeln sich eh aus, wer da ganz oben ist. Also, ist es dann nicht einfach, also gerade bei der Gruppenfindung, dass man dann gleich mal hergeht und sagt, okay, ihr kennt sich schon länger und fertig und aus und passt. Sicher. Ja, freilich. Klar. Vor allem, selbst bei schwierigen Kombinationen. Da kann man als Spielleiter eben natürlich sagen, so Lern, ihr seid jetzt alle aus derselben Gegend, kennt euch schon als Kinder und jetzt bricht ihr gemeinsam auf. Punkt aus, Ende Gelände, fertig. Geht's, marsch. Gut, dann hast du aber eben die Vorgeschichte, die was noch an dich fällt, logischerweise. Ja, nicht unbedingt. Ja. Kannst du beides machen. Das ist dann ewig der Motivation, dann die Frage, ob dann der Spieler oder die Spielerin gewinnt. Da ist man als Spielleiter eben dann gefragt, dass man halt dann den, weiß ich nicht, kleptomanischen Pyromanen halt nicht dabei hat. Da sagt man dann, du Freundchen, du suchst dir bitte was Umgänglicheres. Ja. Ja. Die optimale Gruppe ist sowieso Hirngespinst oder sehr, sehr schwer zu erreichen. Bitte? Was? Die optimale Gruppe der Spieler. So die optimale Gruppe. Manchmal fällt das ja super. Ja, eben. Es fällt da als Master hin und wieder sogar in den Schoß. Ja. Das ist nicht die Frage. Es kommt immer auf die Leute drauf an, wie umgänglich das sie eigentlich miteinander sind. Schlimm ist ja eben dann ein Spieler, der dann zum ersten Mal spielt, unsicher ist und einfach nur alles über sich ergehen lässt. Ja. Wo nichts zurückkommt. Der sitzt dann am Tisch und du malst da dann die ganze Taverne, da spielt Musik, da wird getartet, da wird gearmdrückt. Was machst du? Ich sitze da und bestimme ein Bier. Und dann war's das. Dann trinkt er sein Bier, da passiert nach wie vor nichts und du lässt vielleicht einmal einen kleinen Kampf los oder also du spürst eine Szene durch, wo eben irgendwas nicht eine holde Maid belästigt wird. Was machst du? Ja, ich schau mir das an. Und trink mir Bier, sag ich. Ja, das hat er schon zusammen drauf. Also. Und tust du auch was? Nein. Kann da auch passieren, ne?
Das ist natürlich das, was ich vorher gemeint habe, im Sinne von, wenn ich ein Held bin, soll ich mich wie ein Held verhalten. Hast du dann wieder diesen Gegensatz zwischen die Werte, die du repräsentierst, also die Zahlenwerte. Du bist jetzt zum Beispiel, du hast extrem hohe Diplomatie, du schaust super geil aus, aber das halt nur auf dem Papier. Nein, sagen wir so, du kannst es dann nicht umsetzen in Worten. Genau. Das ist dann die Schwierigkeit. Das ist auch das klassische Problem mit, okay, du hast einen Charakter, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist, der spielt jetzt jemanden, weil er es gerne möchte, der total der super Rhetoriker ist. Da hast du das beste Beispiel mit Diplomatie 20 und du bist rhetorisch unter aller Sau, das heißt, das würde ungefähr so auskommen, du Penner! Ja? Und du denkst, würfel bitte einfach, weil genau. Da haben wir das Leichte. Da lässt man dann würfeln und vielleicht fällt dann selber was ein, was mir dann in den Mund legt. Ja. Ne? Das ist dann vielleicht für alle, aber das ist dann eben genau das. Du wächst zumindest mit der Aufgabe. Mhm. Wenn der Richtige da ist, der was mit solchen Schwierigkeiten dann dementsprechend umgehen kann und daran arbeitet, beim nächsten Mal wird es natürlich um einiges besser. Man kann das natürlich auch benutzen und so einen Charakter, wie man selber ist, spielen. Wenn du man so eigentlich introvertiert ist. Ja. Also ich kenne es witzigerweise nicht anders, gewisse Leute spielen, egal was für ein Charakter und was für eine Klasse. Immer sie selber. Immer sie selber und immer das Gleiche. Obwohl es was anderes war. Sicher. Sie kommen aber aus diesem Trott dann auch sehr schwer raus. Das ist aber auch zum Beispiel genau der Punkt, wo man sagen muss, also go with the flow. Weil manchmal, man hat ein Bild von einem Charakter vor Augen, den man spielen möchte. Und es passiert in der ersten oder zweiten Sitzung, dass irgendwas fulminant in die Hosen geht. Und eigentlich das Selbstbild von dem Charakter auseinanderfällt. Also der junge Optimist, der aufbricht, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, kriegt konsequent, weil er vielleicht zum Beispiel einfach ein Würfelpech hat, konsequent eine auf den Kopf. Ja? Es gelingt ihm nicht, die Bauernfamilie zu retten, sein Schwert zerbricht, alles im Arsch. Und der möchte dann vielleicht einfach einen anderen Charakter spielen, also denselben Charakter, aber er möchte jetzt das ganze Innere ändern. Also dann ist er halt dann der Zynische, der alles schon gesehen hat auf Stufe 2. Da hat man schon viel gesehen, ja. Ja. Aber das wäre natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man halt innerhalb des, und man spielt ja eh irgendwie immer sich selber, aber man spielt halt andere Facetten von sich. Ja. Da heißt halt, diesmal ist halt nicht der Knight in Shining Armor, diesmal ist halt der Clint Eastwood-mäßig eher mehr unterwegs seiende. Ja, also der von Schweig, der große Schweiger, der halt dann zwar eher dann schon auch nicht böse ist, aber halt dann nicht mehr ganz so vielleicht so, zumindest sie ziert oder sie halt bitten lässt dreimal, bevor er dann halt. Dann wird man immer noch nachsagt, okay. Genau. Aber wegen dem Würfelpech, wie geht es da wirklich damit um, wann einer massiv blöd würfelt? Also erstens einmal, die eine Seite vom Würfel Glückpech ist deine. Also es gibt schon so geile Momente, wo man einfach als Spielleiter den Spielleiterschirm in die Höhe hebt und sagt, da schau her, kritisch. Ja, der geht immer gut. Ja, natürlich. Schon von zwei. Andererseits natürlich, das ist ein geiler Kampf, die haben den Drachen gleich. Und der Drachen macht jetzt einen kritischen Treffer. Und du wirst damit zwei Leute vielleicht umlegen, sogar ziemlich sicher. Dann kann es schon passieren, dass man sagt, daneben. Oder getroffen. Normal getroffen oder vielleicht sogar daneben. Ja? Also das kann da auch passieren. Als Master zum Beispiel. Als Spieler ist das Problem, der würfelt offen. Mhm. Kennen wir anders auch alles. Natürlich gibt es Spieler, die bescheißen. Also so. Ne? Man würfelt und schon weg und schon ist in der Hand der Würfel. Aber gut, dann sagt man dann als Spielleiter, bitte liegen lassen, ich möchte den Wert kontrollieren. Es gibt ja auch Leute. Man kann zum Beispiel als Spielleiter einfach sagen, tut mir leid, ich kann die Werte auf deinem Würfel nicht lesen. Weil mittlerweile kriegt man ja Würfel in jeder möglichen Farbenkombination. Oh ja. Also weiße Zahlen auf, oder so ein leuchtendes Gold-Gelb, wo man dann überhaupt nichts erkennt. Dann sagt man bitte einen anderen Würfel oder darf ich mal sehen? Aha, was war das jetzt? Kritisch Treffer. Das schaut aber anders aus von mir. Mhm. Das kann auch passieren. Also, nein, aber der würfelt ja offen. Also, war nicht für den Meister, sondern für alle anderen am Tisch, ja. Dann muss man sagen, kann man das auch als Spielleiter abfedern, vielleicht, indem man jetzt sagt, halt, man nimmt ihn vielleicht irgendwie schonend aus dem Kampf. Also, man weiß jetzt, okay. Was hast du Hitpoints? Dann lässt man nicht gleich auf minus 20, sondern vielleicht auf minus 3. Dann haben die anderen vielleicht noch Zeit, dass sie retten.
aber so ein Anti-Lauf hat, hat jeder. Und da ist halt die Rolle des Spielleiters. Da sage ich eben, ein Spielleiter spielt mit dem Spieler und ist nicht der Killer-DM. Killer-DM kannst du schon auch sein. Wenn du jetzt zum, ja, da muss aber schon so wenn, schief rein, nein, falsch gemacht werden. Also Killer, zum Killer-DM werde ich, wenn ich 10.000 Warnungen ausspreche. Ja, wenn da schon die roten Lichter leuchten und sage, das sollte jetzt bitte nicht machen und die dann trotzdem. Dann kann es auch sein, dass davon kommen, aber dann ist zumindest mein Schutzschild weg. Ja, dann sage ich, okay, dann würfeln wir es beinhart aus. Und ja, dann, ja, du würfelst. So ist das eh wurscht. Ja gut, aber ist es nicht mit dem Würfelergebnis da oft das Thema, dass man schlechte Würfeln hat, die einfach nur DSA-Würfeln sind oder so? Ja gut, man sollte DSA und die Würfeln aus Prinzip nicht einmal in demselben Sack aufbewahren, aber auch das ist, glaube ich, mehr Legende, weil ich benutze alle meine D&D-Würfel und sie sind also da und da schlecht größtenteils. Mein allererster W20, den ich damals gekauft habe für den blauen DSA, den hellblau transparenten, der ist schon mittlerweile total gedeht und dehnt, also der kann sich gar nicht mehr an die DSA-Zeiten erinnern. Also das ist dann, man könnte natürlich zu Hause, man kauft sich einfach einen Batch Würfeln und baut sich einen Roboter, der lässt, der würfelt ist und der auch die Ergebnisse, vielleicht ist ja ein Würfel vielleicht ein bisschen an einer Ecken nicht ganz perfekt und würfelt öfters schlecht oder gut. Ne? Kann nee, es sein. Gibt anscheinend so Würfelmöglichkeiten, also zum Test, Glasl Wasser, Würfel drinnen drehen und dann siehst du es eh. Gibt es ein paar Sachen auf YouTube. Zu wissenschaftlich. Okay. Das ist was man gar nicht will. Ist ja nicht das, was man am Spieltisch machen sollte. Von dem ich meine, Klassiker ist aber zum Beispiel, also fange ich schon an mit Würfel brennen, Würfel runterfallen. Manche Leute schaffen es, dass sie am Tisch würfeln, andere schmeißen. Schaffen es auf 3x3 Meter, dass am Baum fällt. Genau. Ja. Da ist dann entweder sowieso ein klassisches Würfeltablett oder ein Würfelturm tatsächlich wirklich nicht schlecht. Würfel-Apps bin ich skeptisch, weil das nimmt den Spaß. Du erstens einmal das und zweitens ist da schon den beschiss Türentor geöffnet, weil wenn das jetzt, da müsste jetzt wirklich die App selbst über. Wir haben das in einer Runde gehabt, wirklich der Mitspieler nur mit einer App würfeln wollte, dann hat sie, das war bei Shadowrun, das ausgestellt, dass er übermäßig viele Sechser gewürfelt hat, also übermäßig viele Erfolge gehabt hat. Ja, und dann hat er das selber nur mehr reproduzieren wollen mit Würfeln und ist dann kontinuierlich schlechter worden und gewesen. Und somit haben wir das App dann verbannt und fertig. Ja, das ist natürlich der Verdacht, liegt da nahe. Das ist spannend, ja. Eine App habe ich maximal dann, wenn ich es über eben Roll20 oder was mache, ja. Aber sicher nicht am Tisch. Das ist ja genau das, was das ausmacht. Genau. Nimm was in die Hand, also es gibt, um zu beweisen, ich bin unfähig. Als Spielleiter nichts Krasseres, so, mein der böse Magier zaubert jetzt einen Zauber und du nimmst so eine Handvoll Würfeln gluck, 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 und jetzt schauen wir mal, was für einen Schaden macht. Dann schüttet das 13, aus. Ja. Kann passieren, natürlich, klar. Aber es kann ich dann, ja, und dann röstest du mal die ganze Crew ein wenig. Das ist schon cool. Aber man kann auch ganz ohne Würfeln spielen. Man kann auch imaginär würfeln. Kennen wir alles. Was schon gemacht. Geht beim Saufen ganz besonders gut. Okay, das ist wieder ein komplett anderes Thema. Nein, nein, nicht wirklich. Nein, wir haben schon gespielt. Also ja. Richtiges Rollenspiel. Aber kein D&D. Doch, war D&D. Ich bin man muss so halt da dann so weit der Spieler sein, dass man ja. Ja, genau. Einmal so spielt, einmal trifft, einmal nicht trifft. Genau. Apropos Regeln. Jetzt haben wir so viel drüber geredet über das ganze Thema. Wo kann sich ein Interessierter überhaupt Zugang verschaffen, ohne dass er gleich zahlen muss dafür. Haben wir noch irgendwas, was du damals gespielt hast, das erste, was rausgekommen ist? Du meinst jetzt das Playtesting? Ja. Okay. War das gratis? Ja. Das war gratis. Ja. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Wizard of the Coast das jetzt handelt. Ich meine, es ist, du weißt, du nickst schon, also das heißt, du weißt es. Mhm. Dann leg mal los. Genau diese Version im Endeffekt in der aktuellen Version. Kannst du eine Handvoll Charaktere spielen, das heißt, das ist eine reduzierte Version vom Players Handbook, eine sehr reduzierte Version vom Game Masters Handbook und die kannst du kostenlos aus PDF runterladen, das sind auch die einzigen offiziellen PDF-Produkte, die es gibt. Das ist also grundsätzlich kein Fehler, weil es eigentlich reicht. Ja. Spätestens, also zumindest um sich einen Überblick zu erschaffen, ja, ob das was ist für einen. Genau. Die Bücher selbst im Endeffekt im gut sortierten Fachhandel oder online, von dem her. Ist immer noch eines der teuersten Systeme, ja. Auf oder mitunter.
Deutsch auf alle Fälle. Da sind die Preise, auf Englisch sind sie mal spurbilliger. Also man hat als österreichischer Jugendlicher eigentlich keine Ausrede, dass man nicht Englisch kann. Mhm. Also vor allem, es ist meistens billiger, du hast oft eine größere Auswahl. Ich meine, ich würde jetzt nichts gegen die Verlage sagen, die irgendwas in Deutsch übersetzen. Ja, aber ich würde das jetzt auch nicht ganz so über einen Kamm schauen mit Englisch. Ich bin genauso wie du in einer Zeit aufgewachsen mit englischem Fernsehen, was du heute zum Beispiel anscheinend nicht mehr hast. Ja, oder sehr verdeutscht wurde, ja. Und da irgendwelche englischen Wörter, wie wir heute schon diskutiert haben, da sinnlos. Aber dann könnte man eben das als Gelegenheit nutzen, sein Vokabular zu erweitern und in Englisch zu brillieren. Definitiv. Ja gut, wir haben es ja damals auch alles auf Englisch gekauft und dadurch war auch mein Wortschatz in der Schule dann schon dementsprechend höher. Das ist ja klar, aber da musst du auch den Zugang dazu haben. Und wenn ich halt was auf Deutsch kriege, warum sollte man es auf Englisch kaufen? Seien wir uns ehrlich. Weil du es früher bekommst, weil du die Sicherheit hast, dass du... Da weiß ich aber schon, dass es gibt... Und das erst auf Deutsch vielleicht außerkommen würde, ja? Man muss auch sagen, also das Problem wird dann offensichtlich, wenn du hast eine deutsche Gruppe, also die Bücher sind alle auf Deutsch in der Gruppe und du kommst daher mit deinem englischen Buch, hast es auf Englisch gelesen, dann hast du dieses Kommunikationsproblem. Beziehungsweise umgekehrt, die Gruppe hat alle Bücher auf Englisch und du kommst daher mit deinen deutschen Büchern, dann hast du oft eben das Problem, wie hast das spezielle Talent, wie hast das spezielle Zauber, wie hast die spezielle Eigenschaft, wie hast das spezielle Monster. Da habe ich heute schon gefragt, von wegen Seitenanzahl Deutsch, Englisch, weil ich habe das Englische D&D und da habe ich das Deutsche in der Hand, gleiche Seitenanzahl. Also das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht einmal von der Seite aus, dass ich das nicht finden würde, was das jetzt betrifft. Also ich glaube, es ist ein bisschen leichter als früher. Bei D&D definitiv durch die Auflagen Deutsch und Englisch ist. Von der Übersetzung her. Ja, bei anderen Produkten, also was jetzt nicht D&D ist, ist vielleicht ein bisschen variabel, aber grundsätzlich ja. Was es schon noch gibt, und das ist, was man nicht außer Acht lassen darf, es gibt ja ein paar so Online-Systeme, wie zum Beispiel Roll20 oder Fantasy Ground. Genau. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sich genau diese Bierchen als Modul dazu kauft zum Vollpreis. Das heißt, dazu ist da wirklich um die 40, 50 US-Dollar pro Publikation, dass du das als PDF, als Nachschlagewerk direkt integriert hast. Ja. Dort. Beim Fantasy Grounds waren es 30 € oder so. Es war ein bisschen günstiger als das. Ja. War ziemlich dieselbe Charge vor dem her. Wobei man immer sagen muss, PDF ist toll, weil Ctrl-F. Ja, ich mag PDF immer noch nicht. Was anderen Spieltisch gehört, ein Hardcover, bangt. Ich will nachschauen können und nicht scroll oder Nein, ich persönlich, also ich mag ein Notebook beim Spielleiten haben, weil man hat Bildmaterial. Für das ja. Das ist nicht die Frage, dass man gewisse man Sachen herzahlen kann. Man muss halt leider sagen, es ist oft teilweise wirklich katastrophal mit Index und ähnlichem. Ja, das gibt es eine oder andere böse Beispiele. Also wenn man das jetzt vorhat, dass man sein Buch zupflastert mit irgendwelchen Markierungen. Ist eigentlich gegangen. Irgendwann hat man die Seiten Seiten zu im Kopf gehabt. Ja, aber du kannst also klassische Regeln wie Grapple. Ja. Wann ist jetzt genau wieder mit Reach-Weapon und wie funktioniert das genau? Hat man irgendwann einmal, weil es sich öfters gefragt wurde, die Seite auswendig gewusst, ja? Ja, ich habe da meistens SAD 20 aufgehört. Ja. Es gibt momentan also jetzt nicht unbedingt für die Intib bezogen, aber für andere Systeme, gerade die Dinger, die über Kickstarter zum Beispiel kommen, die Option, dass du sagst, dass das Printprodukt und das PDF und dann nutze ich das PDF zum Searchen und das Printprodukt händige den Spielern aus, insofern sie es sehen sollten, weil die Begrifflichkeiten dann viel schneller zum Finden sind, wobei selbst im PDF nicht immer die Garantie da ist, dass du das auch wirklich findest, weil es vielleicht anders geschrieben wird. Also nicht vom Schreibstil her, sondern von der Interpretation. Nein, es ist PDF ist durchaus ein Hilfsmittel für mich. Rein vom Lesen her bin ich einfach zu alt, dass ich jetzt sage, natürlich, es ist klar, man haut sich auch aufs Bett oder irgendwas und lässt das Buch durch. Das geht dann mit dem Stand-PC nicht, aber es geht auch mit einem Tablet. Mhm. Aber aus einem Buch lesen ist für mich auch was anderes wie von einem Tablet. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher generationsmäßig, würde ich jetzt einmal sagen. Außerdem, man hat die Bücher dann in einem Regal stehen, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 1000, schaut Nein, schöner aus. Natürlich, ich natürlich. Ich habe da alles auf 10 Gigabyte. Das ist vollkommen klar. Deswegen würde ich sagen, beides. Ja, so irgendwo in der Mitte, ja. Aber wo kommt man sonst noch? Beim D&D ist es wirklich netter auf der Feder- und Schwertseite, die
zwei Sachen und das war's? Ulysses. Ulysses. Ulysses, die deutschen Charakterblätter und so weiter auf Wizard of the Coast hast du die Lehre. Passt, das ist bei der Wizard of the Coast hast du, was ich heute gesehen habe, nicht nur die Charakterblätter, sondern genauso auch noch für jede Klasse einen Charakter. Wow, im Zip-File für jedes Level, also von Level 1 bis Level 10 voll durchgestuft, mit Erklärung und so weiter. Also so ähnlich wie es wir gehabt haben beim Pathfinder, vor dem ich das heißt. Na, was interessant wäre, war natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es beim 5er schon so viel Klassenunterschiede gibt vom Charakterbogen her. Es waren 12 oder 15 Charaktere, die dort oben waren. Ja, schon vorgefertigte. Vorgefertigte. Nein, das meine ich nicht, sondern braucht der Schurke einen anderen Charakterbogen als ein Krieger. Das war beim 3-5er hin und wieder doch ganz angenehm, wenn es da vorgefertigt gehabt hast. Vor allem für Magier und Priester. Da hat es ein paar ganz, ganz nette, selbstgeschnitzte Charakterbögen gegeben. RPGsheets.net, gibt es das noch? Keine Ahnung. Ich vermute mal. Meine Gehe davon aus, dass das tot ist, aber ob es jetzt irgendwas Neues wahrscheinlich aber sogar wieder mit dem gefunden. Ich habe die vor 100.000 Jahren runtergeladen und hüte sie wie mein Augapfel. Ja, weil es macht das Sinn. Ja. Siehst, gutes Thema, das ist generell, selbst wenn man sich bei RPG Drive-Thru was kaufen wird, wollte oder getan hat, Overloader und speichern. Weil es kann sein, dass die Lizenz verlieren und dann hast du keinen Zugriff mehr auf das, was du damit gekauft hast. Bei den PDFs. Das passiert, ja. Es ist wie mit Lidl und Netflix so weiter. Oder ähnliches. Genau. Ja. Von daher. Erst vor kurzem anlegen. Wollte ich mir endlich auf Amazon Prime was anschauen und bumm, zack, war es zum Bezahlen gewesen. Ja, gut. Das ist Künstlerpech. Amazon ist sowieso da ein bisschen eigen, was das betrifft. So, erste Staffel nichts, zweite Staffel schauen und was. Ja, die fixen die ja. Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, von dem jeden Fall, was würdet ihr einer Anfängergruppe oder einem Anfänger empfehlen, wie vorgesetzt und welches Setting? Falls nicht das Standard-Setting. Größten wahnsinniger Zauberer. Immer chaotisch neutral spielen, egal was für eine Klasse. Quatsch. Da kann ich alles machen. Nein, also wenn man jetzt sagt, man möchte D&D anfangen, dann fängt man ja schon damit an, dass man sieht, das bisschen, wie soll man sagen, man hat Herr der Ringe gesehen, gehen wir aus davon, macht jetzt im Prinzip dasselbe, also vom Setting her, du hast ein High-Fantasy-Setting, obwohl Herr der Ringe für High-Fantasy ist, vielleicht ist ein bisschen, ist nicht ganz, nicht wirklich. Aber du weißt, was Fantasy ist und du willst jetzt D&D spielen und du spielst die Forgotten Realms. Forgotten Realms hat der Spielleiter und der Spieler eigentlich einen Haufen Optionen und gut ist. Fangst du mal an mit den ganzen Klischees, also mit den Fetch-Quests, logischerweise. Sowas muss man einfach machen einmal. Sogar die Einsteigerbox ist ein Wahnsinn, die es jetzt gibt beim D&D. Also da hast du schon ein super Obenteuer, mit dem was du arbeiten kannst. Das ist schon mal, was, Entschuldigung, 4 Obenteuer, wird mir gerade angezeigt. Ich habe es nicht durchgelesen, trotzdem, damit ich das auch noch spielen kann. Sollte man die Gruppe zuerst einmal, wenn sie in der Taverne sitzen, die Wirtin sagen lassen, ich kann euch leider kein Bier servieren, weil im Keller sind meine Ratten. Das ist eine Ratsplage. Also der Klassiker. Der Klassiker. Genau, so muss man anfangen. Aber wie gesagt, also was die Klassen anbelangt, das muss dann jeder mit sich selbst ausmachen, wie weit man sich selbst motiviert. Mhm. Ja, aber da hast du wirklich mit Herr der Ringe gar nicht einmal so ein schlechtes Argument gehabt. Du hast einen Magier, du hast die Typen in der Shining Armor, genauso wie den, Aragorns Waldläufer, der nicht ganz so shiny ist, und Boromir etc. Du hast eigentlich alle Archetypen wie einen Schurken mit Frodo etc. In einem Filmbau. Wobei man jetzt einmal zum Beispiel sagen muss, wo du arbeiten kannst damit. Schurke oder Rogue ist halt eine Klassenbezeichnung, die nicht unbedingt immer so schurkisch und sein müssen. Das heißt ja nur, sind dass... Sie ja nicht. Eben. Also das, aber es ist genau das, was einfallen. Genau. Also man kann auch der Herr Hinterberg sein, der fahrende Händler. Also nein, fahrende Händler sind aus Prinzip Schurken. Also. Natürlich sind es, weil man die meisten Skills hat. Aber man muss jetzt nicht unbedingt... Also man kann einen Schurken anlegen als gedungener Mörder oder einfach nur als... Selbst als gedungener Mörder wirst du die eine oder andere Alias haben. Natürlich, aber... Aber sei dahingestellt, ich sage nur rein... Man muss nicht böse sein. Nein, das sowieso nicht. Aber du kannst wirklich viel aus Herr der Ringe an Klischee-Klassen rausziehen, was D&D beinhaltet. Natürlich, es ist ja alles auch so. Ja, eben. Mhm. Nur damit man als Spieler vielleicht schon mal die Vorstellung hat,
was könnte ich spielen? Bin ich so ein verschrobener Gandalf-Typ oder bin ich eher der Magier, der was gerne ballert? Sollte man fantasymäßig unbeleckt sein, also was das anbelangt, und mich außer Herr der Ringe nicht wirklich viel kennen, ist das schon mal eine Richtschnur. Ist eigentlich die beste, ja. D&D kommt ja nicht von ungefähr. Ja, weil es ist natürlich klar, Fantasy-Filme zu konsumieren und sich dann tatsächlich wirklich einzulesen in die Klassiker der Fantasy-Literatur, das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Definitiv. So ist es. Dann würde ich sagen, es war fein, es war gut und wir hören uns dann wieder. Danke. Super. Tschüss. Viel Spaß. We'll be right back.